Na, ihr jungen Wilden. Jetzt habe ich extra voll lang gewartet, bis das Gewitter vorbei war. Und jetzt fängt es einfach wieder an. Also, schauen wir mal, wie das heute mit dem Stream so läuft. Aber endlich Gewitter. Es hat schon zweimal gewittert, die Tage, und dann einfach nur, es ist nur schwül geworden und noch wärmer. Deswegen musste unsere Damsel in Distress leider ein bisschen warten. Ich habe gelitten wie ein Hund. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. An dieser Stelle mehrere Tage Pause machen zu müssen, ist ja wohl ungefähr das Schlimmste, was einem passieren kann, so. Aber jetzt sind wir hier. Jetzt finden wir raus, ob dieses Spiel eine Onset-Episode hat oder nicht. Es ist unglaublich heiß, ey, es hatte einfach jetzt eine Woche lang über 30 Grad. Wer hat sich das ausgedacht? Zum Glück, wie gesagt, es gewittert gerade auch immer noch. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Jetzt sind so angenehme 22, hier drin noch 25. Das ist voll okay, aber die letzten Tage hatten wir halt teilweise echt so mega heiß hier drin, dass ich mir dachte, nein, ich will den PC nicht mal in ausgeschaltet ansehen. Geschweige denn in angeschaltet. Und boah, Bro. Ich hoffe, wir sind jetzt durch mit der Hitze, weil ich habe da so ein Pile of Shame, der gern abgearbeitet werden möchte. Ich kann nicht den ganzen Tag nur irgendwo im Garten liegen und Animal Crossing spielen und hoffen, dass ich nicht sterbe, weil, wow. Ich vertrag Hitze ja nicht und mein Körper hat einfach irgendwann gesagt, nee, also du kannst jetzt atmen, das ist alles, was du noch tun wirst. Und, ja. Nun. 34 Grad, ach. Richtig eklig. Nee, heute war tatsächlich der erste kühle Tag. Es hatte so 23 Grad oder so. Das war richtig angenehm. Meine PlayStation macht übrigens komische Sachen. Ich weiß nicht, ob wir spielen können überhaupt, weil... Also ihr seht, Tales of Arise, die Disc ist drin. Aber ich habe halt auch das hier. Ich weiß nicht, was mir das sagen möchte. Aber ich schätze, wir probieren das hier einfach mal aus. Oh, okay. Aber es sagt doch, dass die Disc eingelegt ist. Ich bin verwirrt. Das ist nicht gut. Ich hoffe, sie ist nicht geschmolzen. Versuchen wir das nochmal. Oh, guck, jetzt ist auch ein Disk-Symbol drin. Ein weißes Disk-Symbol, zählt also anscheinend nicht. Okay. Ich kann nicht mal Halo auf meiner Xbox spielen, ohne dass sie dabei irgendwann ausgeht. Ach, ja, überhitzende Geräte ist halt auch so ein Ding, was man nicht haben möchte unbedingt, ne? Aber hey, ich glaube, Vodafone geht wieder. Gestern konnten alle Menschen in Deutschland mit Vodafone-Internet leider Twitch-Chat nicht benutzen oder online spielen. Das war sehr schade. So, hast du Bock? Hat Bock, glaube ich. Fein. Aber passenderweise sind wir in Tales of Arise ja auch gerade in einem tropischen Gebiet, also wir hätten es nicht besser timen können. Ist halt so mega ärgerlich halt für beide Seiten. So Leute, die eigentlich gern chatten würden und Streamer, die gern mit ihrem Chat sprechen möchten. Ist halt uff. Ist halt so richtig uff. Aber ich glaube, es geht wieder. Ich meine, ich habe zum Glück kein Vodafone. Ich habe einen vernünftigen Internetanbieter. Aber war dein Japanisch eigentlich korrekt? Lass mich nach oben scrollen. Nein, war es nicht. Der Wa-Partikel ist ein H. Ich weiß, es macht keinen Sinn, aber irgendjemand dachte, dass es okay wäre, wenn es so wäre. Lex hat's erwischt. Okay, dann bist du unser lebender Proof, dass Vodafone wieder funktioniert. Ich glaube, ich sollte noch mal ins Inn gehen. Sag das meiner deutschen Tastatur. Ich glaube, deine deutsche Tastatur hat auch ein Haar. Ich kann mich täuschen, aber es wäre bedenklich, wenn nicht. Vor allen Dingen für deinen Namen. Wäre sehr schwierig. Nee, warte, ich habe gekocht, glaube ich. Ich mache mal das Fenster zu, das Gewitter ist doch ganz schön laut.
wollte eigentlich gerne noch mehr von der frischen Luft in mein Zimmer lassen, aber später vielleicht. Wenn es da draußen die ganze Zeit rumrumpelt, ist das zwar sehr atmosphärisch, aber das hätten wir eher beim letzten Stream gebraucht, glaube ich. Als Alphen einfach kaputt gegangen ist, das war so traurig. Ich meine, er ist immer noch kaputt. Ich glaube, er wird doch einfach kaputt bleiben, weil wenn er jetzt wieder Schmerzen hat, weiß ich nicht, ob es uns irgendwas bringt, Shion zurückzuholen, weil ich weiß nicht, ob er das Feuerschwert dann nochmal anfassen möchte. Wahrscheinlich eher nicht. Wird wahrscheinlich ein bisschen unangenehm dann, aber... Schätze, wir werden es erleben. Das hier deprimiert mich übrigens, weil ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch noch Animal Crossing New Horizons spielt. Aber falls er das tut und falls er ganz zufällig das DIY der abgebrochenen Ruinensäule irgendwo doppelt rumfliegen hat, möge er es bitte in meine Richtung werfen. So. Wir suchen ein grünes Hudel, eine Angelstelle. Was zum Fick ist das? Das ist ein Lager, ich glaube schon. Ein Schneidebrett. Ich habe ein Schneidebrett. Ich weiß aber nicht, ob ich es doppelt habe. Ich könnte dir aber ein einzelnes geben. Wenn dir das irgendwas nützen würde. Hallo. Die wilden Keiler sind aber richtig wild auf Alphen. Ich habe mich übrigens noch nicht an Alphen ohne die Maske gewöhnt. Das ist super ungewohnt, ihn so zu sehen. Das hat dich weggestrikt, wie beim Bowling. Jetzt bin ich aber neugierig. Das ist so richtig wild, Alter. Ich meine, der Alphen ist ein Schnuckel, aber... Haben die mir schon wieder meinen Heiler aus der Party gemacht? Was soll das denn? Ja, da würde ich aber auch wütend werden, nur hör mal. Was soll das denn die ganze Zeit? Mädchen raus, Dohalim rein. Ich finde das nicht okay, dass sie das immer machen. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich das Schneidebrett habe, wenn nicht auf der einen, dann auf der anderen Insel. Also das können wir arrangieren. Was? Moment. Das kommt irgendwie plötzlich. Bartträger ohne Bart ist ein guter Vergleich mit der Maske. Er hat halt voll das Babyface jetzt. Herzlichen Glückwunsch, denke ich. Ich bin unsicher. Im Moment sind irgendwie alle schwanger. Du kannst echt Social Media nicht aufmachen, ohne dass alle schwanger sind. Kann euch mit mir nicht passieren, macht euch keine Sorgen, aber ist gerade irgendwie so ein Ding. Das verwirrt mich. Kann damit nicht umgehen. Mein Baby Blues beschränkt sich auf Fell. Na, jetzt ist er ja schon wieder draußen. Freust du dich darüber oder bist du traurig? Wärst du auch gern schwanger? Ich meine, wenn man ein Kind haben will, ist es ja immer eine schöne Nachricht, oder? Sowohl als auch. Ja, verstehe ich. Oh Gott, aua. Ich dachte, ich würde es ohne Heiler hinkriegen, aber ich glaube nicht. Wieso kann das nicht einfach meine Wünsche respektieren? Ja, ich kriege immer so Phasen, wo ich mir denke, oh, jetzt ein Baby und dann gucke ich mir Katzen im Internet an. Und dann hat Kiri wieder eine ganz wilde Nacht und ich denke mir so, ach, vier reichen vielleicht doch. Vier Katzen sind vielleicht doch genug. So dieses, ja. Ja, 6 Monate. Ich meine, klar, du kannst auch, wenn du 20 Jahre zusammen bist, kann es immer noch schief gehen. Aber 6 Monate ist schon ein bisschen früh vielleicht. Ja, wenn ihr da auf einer Seite seid,
Das ist ja die Hauptsache. Ach, ich kann ja mein Mystic Art gar nicht mehr. Hatte ich vergessen. Keine Menschenbabys in Mithras, alles voll. Ja. Gott sei Dank will ich auch keine. Sonst würde diese Beziehung vermutlich auch nicht funktionieren. Es ist halt nur echt krass, also im Moment ist es voll schlimm. Also halt nicht mal negativ gemeint, aber so, ich mache Instagram auf und die nächste Person, der ich folge, ist schwanger. Das ist so super wild irgendwie. Also aktuell... Wie ändere ich die Gruppe nochmal? So. Können wir das jetzt vielleicht bitte dauerhaft umsetzen, weil sonst komme ich hier nicht durch. Ich verstehe auch nicht, wieso das Spiel nicht einfach akzeptieren kann, dass ich Kisara gerade nicht in der Gruppe haben will. Ich meine, ich kann sie als Anzeigecharakter einstellen, fällt mir gerade auf. So ein bisschen Booty am Abend, erquickend und labend. Aber im Kampf ist Dohalim halt gerade irgendwie ein bisschen nützlicher. Ohne ihr jetzt zu nahe treten zu wollen, aber sie kann leider nicht heilen. So, ohne Heiler. Ah, hi. Vielleicht sollte ich dann mal kurz das hier machen. Aufweckend und ladend? Auch. Okay, meine Party ist da, wo sie hingehört. Das ist schön. So macht das doch gleich viel mehr Sinn. Ja, vor allen Dingen verstehe... Also vielleicht, weil ich es halt im Kampf geändert habe und ich dachte, oh, du wolltest gerade einfach nur einen temporären Tapetenwechsel haben. Und ich so, nee, also eigentlich... Eigentlich möchte ich schon permanenten Heiler in der Party haben. Ich weiß auch nicht, wieso. Vielleicht eine sehr merkwürdige Anfrage meinerseits. Aber vorher hat es das ja auch nicht gemacht. Wir sind ja jetzt schon eine Weile zu sechs unterwegs. Naja, ich glaube, Law ist nicht so auf dem richtigen Weg gerade. Ich weiß aber auch nicht, was ich mit ihm machen soll. It feels like we're going to be swallowed up by all these plants if we stay in here. Indeed. I much prefer the forests in Menencia myself. Not that I don't agree, but maybe now's not the best time for Elder Menencia pride. Na. Ja. Also irgendwie... Law ist halt ständig fast tot. Bisschen anstrengend. Here goes! Not in your dreams! Vor allen Dingen wird das auf Dauer teuer. Ich habe das Gefühl, dass Dohalim nicht so cost-effective heilt wie Shion. Au! Mann, ich habe doch hinten keine Augen. Aua. Es ist eigentlich so laut wie... Aua, wie immer. Was sagen die anderen? Kämpfe sind halt immer ein bisschen laut, leider. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben beim Abmischen. Nicht so viel anscheinend. Ja, die Kämpfe sind tatsächlich ein bisschen laut, aber... Naja. Dohalim kann nicht heilen. Okay, das geht auf mich. Das ging auf meine Kappe, aber jetzt wäre so ein Healing Circle ganz nett eigentlich. Ich kann warten, lass dir Zeit. Danke. Ich glaube, er kann Healing Circle noch nicht, kann das sein. Wir sind einfach so aufgeschmissen ohne Shion, seht ihr das? Zum Glück ist da unten gleich ein Lager. Wir werden es brauchen.
Eieieiei. Erstmal trinken. Trinkt ihr auch alle genug, Chef? We may be a touch beyond our depth. We barely got a look at the thing. Dann weißt du, wir waren die ganze Zeit so overleveled und so overpowered auch einfach. Und jetzt ist Shion weg und wir kriegen nur noch aufs Maul, ey. Das ist auch nicht schön. What do you say we check back in on the ranch? Vielleicht können wir neue Waffen kaufen. Sugel sind nicht das Einzige, auf das man achten muss. Mutter Dana kann genauso unerbittlich sein. Aber ich tue, was ich kann, um zu helfen. Seit wann nennen wir unseren Planeten denn Mutter Dana? Ich meine Mutter Erde, aber... Oh, das ist hübsch. Ich würde das eigentlich voll gerne nur fürs Aussehen kaufen, aber das können wir uns gerade leider nicht leisten. Diesen Luxus können wir uns nicht leisten, tut mir leid. So, damit Lore zufrieden ist. Oh, hey, wir können Schafe machen. Ich habe ja auch so Lust, Cult of the Lamb im Stream zu spielen. Aber die Switch-Version ist noch ein bisschen, sagen wir, schwierig. Deswegen warte ich noch kurz. Domina! Bleibt stets wachsam. Man weiß nie, wann ein Gegner zuschlägt. Aber ihr könnt sicher sein, dass es nie zu einem günstigen Zeitpunkt ist. Woher weiß er das? Ist er ein Zauberer? Alles gut, Lex. Alles gut. Denn das Problem ist, mit Arise, mit dem Sound ist, dass du entweder in den Cutscenes nichts hörst oder in den Kämpfen angeschrien wirst. Es gibt einfach kein dazwischen. Irgendwas, was meine Verteidigung boostet. KP nach Kampf heilen geht auch. Weil sie leider die Cutscenes mit den Kampf-Voices verbunden haben und das ist irgendwie schwierig. Dohalim? Dohalim, care if I hang out for a while? Heiler bisschen boosten. I wanted to ask you something. I'm all ears. How much contact did you have with the other lords back in the day? I only saw or exchanged words with them on a handful of occasions. Not that I was particularly keen on even that much. Almadria made it sound like the two of you had some kind of history together. Weil die Skizzen sind halt voll leise im Vergleich. She was like that with all of the lords, not just me. She was always interested in who she could use, who had value for her own ends. Having said that, she wasn't quite so brazen back when we were still in Lenegas. In a sense, she may have been a victim of the crown contest as well. Almadria? A victim? To a Renan, there is no greater honor in life than being chosen to serve as a lord, let alone to go on and become the next sovereign. We are taught that from the day we leave the womb. There are few Renans who wouldn't be ecstatic at the prospect of ascending to lordship. Wahrscheinlich werden sie einfach nur geopfert. You've always struck me as a more grounded guy. No sane Renan would ever dare admit that their interests lie in anything but power and prestige, even if they feel so in their heart of hearts. The more you talk about it, the more it seems like the crown contest is nothing but misery for Renans, too. Which is why I seek to end it. Not that I imagine Danans such as Rinwell are all that interested in hearing tales of woe such as mine. Weil wir haben ja schon festgestellt, dass das alles irgendwie sehr super ist. Wahrscheinlich werden die Herrscher einfach weggeopfert. Für irgendwas. Und es ist gar nicht so erstrebenswert, der Herrscher zu werden, aber das weiß ich schon. Noch weiß ich es leider nicht, aber vielleicht bald. Ein kleines Stück Silber, das durch Bergbau gewonnen wurde. Nicht zu gebrauchen als Material, aber kann verkauft werden. Ja, aber das ist irgendwie voll oft bei Spielen so, dass die Stimmen an die Cutscenes koppeln. Und dann hast du immer so ein bisschen Verständigungsprobleme. Kann ich tauchen? Noch nicht. Vielleicht später. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich es schlecht finde. Also, bisher gefällt es mir wirklich gut.
wirklich, 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 wirklich gut. Ich meine, dass es fantastisch aussieht, brauchen wir uns echt nicht drüber streiten. Es spielt sich fantastisch. Halt wirklich das einzige Manko, das ich habe, aber das ist eher so ein Streamer-Problem, ist halt wirklich wieder dieser Soundquatsch. Weil ich glaube, privat fällt einem das auch gar nicht so auf, aber wenn du halt gucken musst, dass du... Ich bin so ein Mensch, ich möchte halt, dass Leute die Dialoge gerne auch im Stream hören und nicht, dass man nur mich hört, sondern auch das Spiel. Idealerweise ungefähr so laut wie mich. Gut hörbar. Es ist halt immer ein Krampf, leider. Die wenigsten Spiele kriegen das halt wirklich gut hin. Das fällt dir privat überhaupt nicht auf und es fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Aber beim Stream halt leider dann sehr. Aber weißt du, wenn das halt der einzige Kritikpunkt ist, den du am Spiel hast, glaube ich mir ganz gut die Sachen. Glaube ich, eine sehr gute Bilanz von Spiel so. Aber ich bin da auch ein bisschen empfindlich, weil Netflix-Serien, die du im O-Ton guckst, steht's halt auch manchmal einfach nie. Die auch nicht abmischen können und dann kommt irgendein epischer Moment. Die Musik ist einfach dreimal so laut wie alles davor. Und dann flüstern die ganze Zeit und du denkst dir so, ja. Machst du mal lauter und dann kommt natürlich wieder irgendeine Stelle mit Musik und dann ist dein Trommelfell weg. Könnte ich mich literally jahrelang drüber aufregen. My exploits are bearing fruit. Hurra! Ein spitzer, scharfer Kristall, der fast alles durchdringt, aber leicht zerbricht, wenn er Kräften von der Seite ausgesetzt wird. Das ist ja aufregend. Was macht denn ihr da? Wir haben unsere Flugexpertin nicht dabei. Kann ja jetzt heiter werden. Aber ich will leider wissen, was sich da hinten versteckt. Achtung, Mystic Art incoming. Aber das große Problem am Sound einstellen als Streamer ist, dass jedes Ausgabegerät Sound anders wiedergibt. Also, wir haben hier ja so ein paar Geräte, so mein Streaming-Rechner, Laptop, mein Handy, Case-Laptop. Und auf jedem ist das Soundlevel halt anders. Das ist super weird, weil ich gebe ja nur ein Output hier raus in die Welt. Aber jedes Gerät verarbeitet das anders und jeder Lautsprecher gibt das ein bisschen anders wieder und da gibt's leider keine One-Fits-All-Lösung. Zumindest habe ich noch keine gefunden. So, was haben die hier versteckt? Eiszapfenzahn. Ein mit Astralenergie geladener Reißzahn von einem wildschweinartigen Sugel. Gefriert bei Berührung und verursacht Erfrierungen mit jedem Schlag. Das scheint mir ziemlich nützlich gegen einen Wasserlord zu sein. Wenn wir ihn einfach einfrieren könnten, dann wäre Crowboy aber ganz schnell fertig mit der Welt. So, wie machen wir das denn jetzt am besten? Gehen wir mal hier lang. Ich will alles angucken, ist mir egal. Rudel? What's with that shining foe over there? Da oben! Das ist wieder so eine Porno-Eule. Ich fürchte nur, ich muss die zuerst wegräumen. Von hier kriege ich den Prompt nicht. Oder warte mal. Sekunde. Bevor wir an dem Shiny Sugel sterben, können wir einfach hier hochlaufen, oder? Okay. Ich dachte gerade so, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Guten Tag. Oh Gott.
Rechtsverband. Ein trügerischer Verband, der das rechte Auge des Trägers abdeckt, obwohl dieser ohne ihn perfekt sehen kann. Ho, ho, ho. Man kann Rei Ayanami so outcallen, man muss es aber nicht machen. Hm? You're saying we should check the Owl Forest? Ja, ich würde ja gerne, aber ich darf leider nicht. Bin leider ausgesperrt aus dem Eulenwald. Habe ich das richtig gesehen? Sind es nur noch 4 Eulen? Nee, oder? Es waren 38, richtig? 10 Eulen. So, dann komm mal her, du Shiny Bear. Oh man, I hope I live long enough to regret to take this. In a bind? Dass sie sich so in die Hose machen, macht mich schon mal nicht so glücklich. Huhu, huhu, huhu. Gott, ich liebe Hute so sehr. Wenn in der zweiten Hälfte vom Spiel nicht ein Hudel außer unserem vorkommt, werde ich sehr traurig sein. Danke, Alfin. Oha, Lim. Jetzt wäre gut zum Heilen. Will dich nicht treffen, aber danke. Aber der sieht schön aus, wie der so leuchtet. Denied. So. Den Shiny Foe haben wir schon mal weggemacht. Nee, das gibt keine fette Belohnung jetzt. Ich habe auch die Befürchtung, dass wir keine Onsen-Episode sehen werden. Muss ich leider gestehen. Hoppla. There's the Zugel we were asked to handle. Ist das so? Ja, dann speichere ich mal kurz. Aber es gab schon ein paar Tales of, wo es eine gab. Ich bin mir gerade bei Symphonia nicht sicher, aber Hearts A hatte auf jeden Fall eine. Das habe ich ja erst gespielt. Dohalim, Heilung! Damit ich aggro ziehe, kannst du knicken. Ja, Dohalim ist nicht ganz so hilfsbereit, habe ich das Gefühl. Ist euch übrigens aufgefallen, dass sich das Bild schon wieder geändert hat, weil Shion fehlt und die Maske. Und er sieht in diesem Artstyle ohne Maske so komisch aus. Sein Kopf ist einfach zu groß ohne die Maske. Ich glaube, das ist das Problem. Mit der Maske hat sein Kopf irgendwie Struktur gehabt und jetzt ist es so Eierkopf. Ich weiß auch nicht. Seine Kopfform sieht irgendwie komisch aus ohne die Maske. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Aber man merkt schon sehr deutlich, dass er mit Maske designt wurde. Nicht ohne. Ja, ich meine, vielleicht hat sein Gehirn was abbekommen und schwillt jetzt einfach an. Kann ja sein. Ich meine, er hat ordentlich drauf bekommen auf die Rübe, das muss man auch mal sagen. There's always room for improvement. Das muss man jetzt auch mal sagen. Aber ja, er sah halt so viel männlicher und heroischer und erwachsener aus mit der Maske. Und jetzt hat er so ein richtiges Puppy-Baby-Face. Eigentlich können wir direkt ab... Ja, wobei, dann muss ich den ganzen Quatsch nochmal machen. Ich will eigentlich nicht mich nochmal durchs ganze Gebiet kämpfen. Aber bestimmt gibt es hier vorne am Lager auch einen Schnellreisepunkt. Dann laufen wir da erst hin, Schnellreisen zurück, Schnellreisen wieder hin und alles wird supi. Bin gar nicht da, wo ich sein wollte. Doch bin ich. Nevermind. Ich weiß nicht warum, aber die Map verwirrt mich irgendwie. Ja, die Halbmaske war halt mega cool. Das hat ihn halt auch so ein bisschen
Ach, wie sagt man? Nicht wiedererkennungswert, so Alleinstellungsmerkmal gegeben. Das fand ich schon ziemlich gut. Jetzt hat er halt so ein generisches Anime-Protag-Heldengesicht. Ich meine, er ist immer noch Best Puppy Boy, aber sein Edgy Coolness Index hat schon stark abgenommen jetzt. Okay, das war unerwartet. Everyone hanging in there? Du. Aber das Gebiet hier ist voll cool. Das ist die Mauer, die wir erklimmen müssen. Wir werden ja heute noch ein bisschen klettern, glaube ich. Ich glaube, da habe ich auch tatsächlich, als es rauskam, mal einen Stream gesehen, wie er da die Mauer hochgekraxelt ist. Das ist ja auch die einzig wahre Rüstungsfarbe. Das war sehr gut von mir. Applaus. Gut gemacht. Ich meine, man kann denen andere epische Farben geben, aber der muss schon blau sein, der Mann. Mal aufhören. Ist ein Affe, kein Flummi. Weiß nicht, ob es dir jemand gesagt hat. Jetzt hab ich's dir gesagt. Mir fehlt Shion ein bisschen. Nice. No scratches on my shield or my armor. Was haben wir hier? Lavendel. Angriff. Angriff. Weißt du, Law einfach 229 Angriff. Aber es kommt halt nichts bei rum. Ja, Bronze ist auch ganz cool, das stimmt. Warte, kurz mal nicht angucken. Ungekämmtes Haar. Ob er wohl noch so eine fancy Geschichte bekommt. Ja, weil das ist auch cool. Also so eine komplett rote Party könnte ich mir auch irgendwie vorstellen. Weil ich glaube, sie haben alle rote Outfits. Aber tatsächlich, also am liebsten habe ich das hier. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, mag ich das hier eigentlich am liebsten. Das ist so der nette Held von nebenan. Ich meine, die Rüstung ist schon sehr protzig auch. Er hat keine Outfits. Aber auch nur, weil wir nicht in den Wald dürfen. Weil Law sieht in Rot schon auch ziemlich gut aus. Kann ich jetzt nicht von der Hand weisen. Die anderen würden bestimmt auch gut in Rot aussehen, aber leider darf ich nicht in den Eulenwald. Ich hoffe, wir dürfen bald in den Eulenwald. Ich vermisse die Eulen. Ich vermisse die Hudels. What's up? Once we get to the mountain, the terrain won't be easy. We should rest up here before pressing on. Ja. But what about Shion? She's waiting for us. All the more reason to conserve our energy. Huh? It's not only the mountain. Hard though that may be, it's a pittance compared to what follows. Namely Volron. We wear ourselves out now, or worse still, get injured. We might as well show up gift-wrapped. Right, Kisara? That's right. Besides, Alphen still hasn't fully recuperated yet. Das ist aber wohl nicht, ne? I'm fine. Don't stop on my account. Oh, really? Well, in that case, it's me who wants to take a rest for a while. Does that suit you better? A little bit. Ach, sie sind so putzig. Oh, okay. Zwangscam. So, Alphen, 300 years, huh? Care to share the secret to such a long and healthy life? I wish I knew. Er ist Waldläufer. Once I left Lenegas, the next thing I remember is waking up in Calaglia. Everything in between is a blank.
You mean there are still gaps in your memory? Kryoschlaf. I've heard of starships with devices that can stave off imminent death by putting their passenger into a deep sleep. They're usually only intended as a temporary solution, until proper treatment for an ailment or injury can be obtained. You think he might have been asleep in that starship for 300 years? But why? What would be the point? Might this Naori have had a hand in it? What do you mean? If she's Renan like you say she is, she would have understood how to operate the starship better than yourself. You're saying she deliberately put me to sleep for 300 years? Dohalim, that's a bit of a leap. For Nunu. Forgive me, I spoke out of turn. I'm merely thinking aloud, that's all. Shion and the maiden Naori. After 300 years, it's not unreasonable to suspect they may be related. Shion is nearly the perfect image of her, yes? She also just so happens to be connected to you. Oma Naori hatte einen Plan. Is it merely a coincidence? Like I've told you a million times already, I wouldn't know. Well, if you're absolutely certain that it couldn't have been Naori, then I guess I must have been mistaken. Complicated machinery can sometimes break down or have failures. Sorry for being presumptuous. Hold on a sec. Alfin, you said the mask was to placate you, right? To keep your guilt and rage in check? And you were wearing it the whole time you were asleep, right? I guess I must have been. So that's 300 years you were wearing it. It's just a hunch, but do you think that the mask might be... the reason he lost all his memories? All but a select few strong ones. So deeply ingrained in his psyche that he saw them in the form of dreams. It's not completely out of the question. In which case, maybe it was the mask numbing his sense of pain, too. Ich dachte, das wäre safe. It's certainly possible. As for how, I wouldn't know, but the dampening effect on his psyche could have manifested itself physically as well. I'm sorry for snapping at you back there. It's thanks to you that I feel like I'm... no, that we're finally getting somewhere with all this. No apologies necessary. Reading others' feelings has never been my strong suit. So he finally admits it. Okay. I really hope Shion's okay. I get why you're concerned, but if you don't rest when you can, you're going to regret it. She's right. We need our rest to conserve our strength. Yeah, you're right. Thanks, you two. No problem. We'll save Shion. I know we will. Sie könnt einfach ihre fetzigen Flügel nehmen und losfliegen. Ja, was für ein Plan ist halt die Sache. Ich meine, wie oft hatten wir in JRPGs schon Plots, in denen irgendwelche Menschen über Jahrhunderte und Jahrtausende Dinge geplottet haben und dann ein Puzzle-Piece durch die Zeit geschickt haben, auf welchem Weg auch immer, sei es jetzt durch Kryoschlaf oder was auch immer, um den dann genau an dem Punkt zu haben, wo er hingehört. Ich meine, essentiell, Breath of the Wild ist ja nichts anderes. Vielleicht hat Zelda nicht geplant, dass er 100 Jahre schläft, aber weißt du, sowas in der Art, dass er halt an einem Punkt in 300 Jahren nochmal da sein muss, weil dann die Planeten in der perfekten Balance zueinander stehen und sich alle Planeten aufreihen und die Macht kommt und er der Einzige ist, der sie nutzen kann, um was auch immer zu tun. Weißt du sowas? Irgendwie so ein Kram. Das wäre ja jetzt nicht undenkbar, dass sie sowas vorausgeplant hat, wenn sie ja auch so eine coole Maiden ist und smart und wunderschön. Und dann hat sie Zelda-mäßig ihre Blutlinie weiter erfüllt. Und hat dann so ein bisschen Dings. So eine Aufgabe mitgegeben. So hier, mach mal dies, mach mal jenes. Mein Erbe. I must admit, I'm rather proud of this dish. Andererseits müsste Shion dann mehr wissen, als sie zugibt, aber so unwahrscheinlich ist das nicht. Wieso durfte ich jetzt eigentlich mit keinem schmusen? Was soll das? Was soll das denn? Oh, hi, apropos. Schickes Kleid.
Sie macht ja ihr Ding immer alleine. Also wer weiß, was ihre wahre Mission ist. I'm all alone. Wir wissen ja nur, dass sie das Renner Alma zusammensetzen will. Mehr wissen wir ja nicht. Let's go. We don't want to keep Shion waiting. Rinwells Gemurmel. I always hear you muttering to yourself whenever we're in battle. So, Chanted. Just what are you saying? Law, bitte. Why do you want to know? Does it bother you or something? Not really. It's just the way you talk is sometimes kind of creepy. So I was wondering if you vent your frustration through your magic. Are you yelling, you stupid jerk, or something like that to pump yourself up? What? No, that's not what's happening during my incantations. I'm just focused, so I match my tone to fit the mood of whatever I'm trying to invoke. Invoke? How do I put it? Basically, the elemental astral energy behind each art, I guess. Astral energy? Hold on. Are you saying you can talk to astral energy? His mind is blown. Not exactly. But if I put emotion into what I say, it's easier for me to properly cast my arts. That makes sense? Kind of. Okay, so if you can talk to astral energy, then you can ask it to, like, predict the weather or find secret treasure? So funktioniert Wait, das nicht. You don't really think that, do you? Gut, or you can ask it to send down lightning to where there's bad guys lurking and... May lightning condemn those who bear false. Thunderblade! Ah, what are you doing? You almost fried me with that. I just asked the astral energy to send down lightning where there were annoying boys. Oh, ich mag's, wie die beiden sind. Die sind putzig. I don't know what to do. Things can't go on like this. What do you mean? Ah! Oh, it's you, Rinwell. You were talking about me, weren't you? No, I wasn't. I've just been thinking about some things. Really? How unusual. Cut it out. I'm being serious here. Sorry. I was thinking about... You know how I used to work for Ganabelt back when I was in Cislodia? Yeah, of course. You were brought in after the Snake Eyes killed your friends, right? I mean, you had to. Right. I used to have nightmares about it when I fell asleep. But lately, that's been happening a lot less. I don't know how to feel about that. That's a good thing, isn't it? You should be happy. Yeah, but... I did a lot of terrible things back then. And I'm scared I'm starting to forget what I did. Okay, so let me just get all of this straight. You think you'll forget everything if you stop having those nightmares? Why? Because, you know me, I'm freaking stupid. But it sure doesn't sound to me like you've forgotten. Oh, yeah, but still. I don't think those nightmares going away means you've forgotten. Maybe it's a sign that you've come to terms with what you did. Und dann kann das ja eh nicht mehr. You mean like Alfin with his past? You think that's what's happening? Yeah, I do. You're pretty amazing, Law. I am? Yeah. Not all of us have figured out how to accept our pasts. Least of all, me. Rinwell. Er hat das Herz schon am richtigen Fleck, oder? Unser Puppyboy. Kann ich jetzt noch einen Schnellreisepunkt bekommen? Schätze, das heißt nein. Ich würde aber gerne die Sidequest abgeben. Oh doch, ich habe einen bekommen. Es war nur in der Cutscene versteckt. Okay, perfekt. Schimmelfallwälder. Nee, Schimmerfallwälder, Verzeihung. Da oben. Now Kiss. Na, so weit sind sie noch nicht. Die junge Liebe ist noch nicht reif, um gepflückt zu werden. La und Renwell sitzen auf dem Baum. Sitzen sie nicht unter dem Baum? Ich weiß gar nicht, wie das geht. So, wo ich drüber nachdenke, weiß ich gar nicht, wie der reingeht. Ups. Okay. Wie läuft's mit den Affensugeln? Okay. Wir haben sie alle ausgelöscht. Eure Fische sind vorerst sicher.
Hm? Oh, ja, das ist gut. Dann müssen wir jetzt nicht mehr hungern. Yes! Ich liebe es wirklich zu angeln. Es gibt nichts Besseres, als rauszugehen und seine getreue Angel auszuwerfen. Ja, aber wenn man nicht zum Angelmeister kann, irgendwie blöd. What? Eigentlich benutzen wir hier Netze zum Fischen. Damit geht's viel einfacher. Really? Ihr tut was? Hm. Sie fischen lieber große Mengen, wohingegen du den Nervenkitzel des Zweikampfs schätzt. Das ist einfach ein anderer Ansatz. Ja, die haben Hunger. Und du machst das for fun, weißt du, Mädchen? Wenn du mal einen Angelpartner suchst, komme ich gern mit. Dohalim. Oh, hier geht's ganz schön zur Sache. Sieht so aus, als hättest du einen ganz schönen Brocken am Haken, Kumpel. Wie auch immer, danke für eure Hilfe mit den Affensugeln. Jetzt können wir wieder in Ruhe fischen. Okay. Das war schockierend. Um nicht zu sagen. Dohalim, I'm going to look into some seasonal fishing spots. Hm, by all means. Leave the preparations to me as well. I'll bring the rods. Would you prefer your fish served grilled or raw? I'll trust your judgment, Kisara. No, sie hat sich so gefreut. Sie so, endlich geht einer mit mir angeln. Da warte ich schon mein ganzes Leben drauf. Ist das nicht schön? So, was haben wir hier noch? Gesichtete Eulen 80%. Ja, dann sind es mehr als 32. Ich mal annehmen. Artefakte. Vermisster Liebhaber, was? Warte mal. Kraftstoßbeherrschung 600, bitte. Excuse me, Sir. Okay, da hinten wird schon wieder gekämpft. Dann besteigen wir eine Wand. Aber ich glaube, ich muss vorher kurz Hände waschen. Es ist doch ein bisschen sehr warm. Bin sofort wieder da. Okay, der Aufstieg hat jetzt definitiv bessere Erfolgschancen ohne rutschige Hände. Außerdem hat der arme Dicky ganz doll Angst. Vorm Gewitter. Schließt ihn in eure Gebete ein, Chat. So, dann klettern wir mal da hoch. Lex, sag mal, du hast es doch auch gespielt. Es ist noch weit bis zum zweiten Intro. That's what we're going to climb? The villagers managed it on their escape from the city. We're going in the opposite direction, but where there's a will. There's always a way, right? And it looks like we're out of options. Let's grit our teeth and go. Okay, aber erst wird Rinwell noch schneller wachsen. Is it just me, or does Rinwell suddenly seem much more comfortable around Dohalim than she used to? I noticed that too. When the two of them came and found me together back on the beach, I could hardly believe my eyes. It's not like we had a choice or anything. Law and Kisara had to hang back to convince the villagers we meant them no harm. More than that, though, there are a lot of things I've still got to come to terms with regarding Almadria. But I guess I'm through making snap judgments based on someone's origin. Hurrah! At least I'm trying to be. I guess you could say it's a work in progress. I see. You hear that, Law? Sounds like all that hard effort wasn't for nothing. Yeah. That's got to be reassuring to hear, right, Dohalim? Not being subjected to unwarranted suspicion is certainly welcome. Yeah, that long-winded way you have of talking, though? Not so much a fan of that. I think that's more of a personality thing than a Renan trait. Das glaube ich aber auch. Really? In that case, I won't have to feel guilty getting annoyed by it. Ja, ich stelle mir vor, dass es schwierig ist, ohne zu backseaten. Aber das Ding ist halt, ich will eine Aufnahme anmachen, damit wir dann
Weil das wird ja wieder gemutet. Und die kann ich halt nicht erst anmachen, wenn es angeht. Deswegen bin ich da so ein bisschen Mimi die ganze Zeit. Aber den Dungeon können wir wahrscheinlich noch durchlaufen, oder? Okay, Mikrofon, kannst du nicht einfach abstürzen? Weil ich gehe mal davon aus, dass der gute Dude in seinem Schloss sitzen wird und nicht hier. Insofern schätze ich mal, wir können noch ein bisschen rumlaufen, bevor ich mir Sorgen um die Aufnahme machen muss. Frau sagt auch ja. Okay. Ist ja auch eh mein Monk. Mein Monk ist stark. Ja, so ein Gegner wäre schön einfach, wenn ich mein Feuer noch hätte. Habe ich aber nicht. Ich hab gerade gedacht, du Halimette Clown geslandert, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich hab mich verhört. Oh. Wenn ich sagen, dass es gerade super schwül hier drin ist, aber doch ein bisschen. I think I'm getting stronger. Oh yeah? Think you could beat me at arm wrestling? When have I not beaten you? Right. I'll just go on ahead then. Aber ich hoffe, das Gewitter hört irgendwann mal auf, Mann. More than I thought. Shion, sorry, but could you? Oh. Right. Ja, Shion kann leider gerade nicht helfen. Das ist jetzt aber halt legit seit 3 Stunden gewittert, Mann. Da hat sich eine Menge angestaut. Wisst ihr, woran mich das hier erinnert? Ich weiß nicht, wer von euch Grandia gespielt hat. Bei Grandia gab es auch so eine Mauer, die man hochkraxeln musste. Daran erinnert es mich ein bisschen. Dann kam man auf die andere Seite der Welt. Das war ziemlich aufregend. Ich glaube, da haben die sich ein bisschen inspirieren lassen vielleicht. Ich muss Grandia zweimal endlich spielen. Ich habe mir die Collection auf der Switch gekauft. Und habe letztes Jahr Grandia 1 gespielt. Vor dem Umzug noch. Könnte ich eigentlich mal Grandia 2 spielen? Au. Aber das Remaster war echt gar nicht schlecht. Okay, okay. Work dead, Kratzbrett, Katze. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe Grandia jetzt zweimal bei Kay gespielt. Anno dazu mal, aber. Was? Was? Dieser kleine Schlingel. Aber ich kann mich legit an nichts mehr erinnern, außer dass es gut war. Wow, wenn du da runterfällst, hast du auch keine Sorgen mehr. Guck mal, ein Regenbogen. Schön ist es aber. Schön ist es aber. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Sprach die Biene zu dem Stachelschwein. Falls ihr das noch nicht wusstet. Gut gemacht, Alfin. Stolz auf dich. Come on, come on. You're mine.
sind sich hier aber auch nicht ganz so sicher, ob sie jetzt Wasser oder Eis sind, ne? Ich meine, es ist essentiell dasselbe, nur in einem anderen Aggregatzustand. Wow. Aber trotzdem. Die machen aber auch echt Schaden, Mann. Ich habe einfach nur schlechte Heilung als Shion. Also langsamer, weil... Nee. Aber die hauen auch ganz schön rein. Ja, Grandia war so ein richtiges Multiplat-Release, ne? Einer von den Großen. Ich finde es auch immer wieder witzig, wenn ich drüber nachdenke, dass Final Fantasy 7 und 8 damals auf PC rauskam. So gefühlt komplett random. Damals, als es noch das Konsolen-Master Race war, PC-Spiele und Konsolenspiele so völlig andere Welten waren irgendwie. Das waren noch Zeiten, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nice one, Alfin. Yeah, there's more where that came from. Ooh. Goldenes Gelee. Königlich aussehendes medizinisches Gelee, das 100% HP wiederherstellt und erlesen schmeckt, wie es sich für einen König gebührt. Habt ihr das gehört? Das klingt ja regelrecht königlich, Mann. Ich würde jetzt nervös werden, wenn ich nicht wüsste, dass es einen zweiten Teil gibt. Also. Die sind jetzt schon so ein bisschen. Übrigens, das Spiel endet jetzt gleich. Also, gehen jetzt ins Finale, ne? Also, weißt du? Ich meine, andere Spiele enden so nach 40 Stunden. Das wäre gar nicht so unwahrscheinlich. Aber das Schlimme ist halt, es ist so kurzweilig, dass es sich halt nicht so anfühlt, als hätten wir schon, ich glaube, mittlerweile sind wir 35 Stunden. Als hätten wir schon so viel gespielt. Es fühlt sich halt überhaupt nicht so an. Halt so gar nicht. 20 Stunden vielleicht, maximal. Obwohl eigentlich wirklich schon viel passiert ist. Verzeihung. Ja, das Fünffache vielleicht nicht gleich, aber... Bisschen wird's uns wohl noch begleiten. Vielleicht nicht bis Weihnachten, aber... Kommt auch drauf an, was wir mit den anderen Projekten machen, die ich noch so vorhabe. Sobald der September da ist, die Sommerpause so ein bisschen endet. Wir sind ja auch alle gerade im Urlaub, das ist voll krass. Keiner zu Hause, alle unterwegs. Auch alle Creator, alle Content-Creator, die ich gucke, übel am Jammern, so, ist der schlechteste August meines Lebens. Ich gucke gar keiner meine Sachen, die sind alle im Urlaub. Insofern bin ich sehr froh, dass wir so ein gemütliches Spiel haben, um die Sommerpause zu überbrücken. Ich kann gleich mal gucken. Ich glaube 35 Stunden. Auf jeden Fall über 30. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Immer feste Druck. Ja, das Mädchen mit ihrer Knarre, es fehlt. Ach, der liegt da hinten. Oh. Ups. Ich hab ihn nicht gesehen. Da war so viel Zeug auf dem Screen. Ich hab ihn einfach nicht gesehen. Oh.
Dabei finde ich, Sommer ist eigentlich die perfekte Zeit für JRPGs. Weil so schön gemütlich. Guck mal, genau 35 Stunden. Bin ich gut oder bin ich gut? Vielleicht habe ich auch nur aufgepasst, als ich gespeichert habe. Kann auch sein. Ja. Heilkiesel. Ein Stein, der die Heilung beschleunigt, wenn man ihn auf Verletzungen legt. In Verbindung mit etwas Betätigung fördert er die natürliche Heilung. So einen brauche ich. So einen bräuchte ich wohl. Also ich denke mal schon, dass wir mindestens 80 Stunden brauchen. Weil je nachdem, wie lange wir jetzt noch brauchen, um die erste Hälfte abzuschließen, denkt man schon, dass wir dann bei 40 sind. Und dann die zweite Hälfte halt. Und mal gucken, was wir dann halt noch für Zeitkram brauchen. Und so vielleicht auch so 90 bis 100 Stunden mal gucken. Aber also mindestens 80 würde ich mal schätzen. Das ist für die modernen Tales of aber auch okay. Die Zeiten der 45 Stunden Tales of sind vorbei. Wobei man sagen muss, 45 Stunden für Tales of Hearts A auf der Vita, das ursprünglich mal ein DS-Game war, fand ich auch ziemlich gut. Ich habe to be fair auch nicht alles gemacht. Bisschen Spielzeit hätte ich da wohl noch rausquetschen können. So I still had room to grow. Leveln ja aber auch blöde, ey. Was ist los? Sieht aus. Ein bisschen mehr Kraft für Rinwell. Elementarangriff nämlich. Einzelhaft. Regeneration. Ja, ich glaube, das ist was, was wir alle gut brauchen könnten. Erhöhte Boostanzeige bei Kampfbeginn. Können wir auch mal machen. Das kann ich sofort machen. Lass mich nur kurz meine FP fertig verteilen. Überlimit-Verlängerung nützt mir gerade nichts, wo ich eh kein Dings kann. Lass mal das hier machen. Ich meine, wir haben ja schon Side-Story gemacht. Stream dauert wegen Vorlesen eh ein bisschen länger auch. Also die 80 Stunden sind, denke ich, schon okay. Berechnet. Nee, das ist nicht die Karte. Das ist die Karte. Noch hatten wir keinen Hudel-Alert. Die mittlere Ebene der Aurium-Wasserfälle. Auf dem Weg nach, wie haben sie es genannt? Pelliten? Pelagion hätte ich schöner gefunden, aber ich glaube, sie haben es Pelliten genannt. Wie die Legion. Ach Gott. Katze! Wenn es dir plötzlich am Knie krabbelt unterm Tisch. I've never stood so close to a waterfall like this before. I bet it'd feel real refreshing to take a shower underneath this water. You're welcome to try, but that water pressure would likely crush you to a pulp. Wahrscheinlich. Ja, mach doch mal. Also ich glaube, der Mops war es, der 100 Stunden für 100% gebracht hat oder 120. Aber ich weiß nicht, ob ich 100% im Stream mache. Oder Platin halt. Aber ich... Aua! Mein Gott, Hilfe! Eigentlich schon so viel machen, wie geht. No worries about Aufnahme. Okay. Ja, ich schätze mal, bevor wir nicht in der Hauptstadt sind, brauche ich mir keinen Kopf machen. Dann wiederum hat der Typ ja so eine Tendenz, vom Himmel zu fallen. Deswegen frage ich so paranoid. Der taucht ja immer dann auf, wenn man ihn gerade echt nicht gebrauchen kann. Aber andererseits müsste er dann Shion rumtragen.
stelle ich mir ein bisschen schwieriger vor dann. Mit so viel Gepäck ist man ja immer ein bisschen limitiert. Sweet. We're in good form. Aber ich glaube, das könnte eventuell die hübscheste Gegend im Spiel sein. Also je nachdem, was Renna noch so zu bieten hat, falls wir es dann besuchen. Wovon ich aber fest ausgehe, ich wäre sehr enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Nur, dass wir uns da richtig verstehen. Retreat, if you know what's good for you. Law wird schon wieder cocky, habt ihr das gehört? Retreat, if you know what's good for you. Okay, Law. Der Testosteron-Bomber bombt wieder. Ja, das Kolosseum ist halt auch so ein Ding, wo ich mir denke, könnte eng werden. Viel Galt-Farming. Oh, oh. I feel stronger. I mean, a bit. Good. I mean, a bit. Just a bit. We're counting on you, Rinwell. On me? Well, I'll do my best. Dann machen wir sie doch noch ein bisschen stärker. Ich meine, wir müssten wahrscheinlich auch nicht jeden Kampf mitnehmen, aber wir sind bisher ganz gut damit gefahren. Weil ich habe Angst vor dem Spike, der kommen wird. Wir sind bei der Hexe ja einmal down gegangen, weil sie mich auf dem falschen Fuß erwischt hat, auf dem falschen Heilerfuß. Das könnte der erste Anzeichen-Vorbote-Gedöns-Junge gewesen sein. Was sind Worte? Man merkt vielleicht, eine Woche Hitze hat mein Gehirn komplett geschmolzen. To achieve such harmony takes a singular will. Eine rote Kiste. Ihr wisst, was das bedeutet. Oh, es gibt wieder New Game Plus. Nice. Spätestens dann kann man das Kolosseum bestimmt schaffen. Hast du es denn auf schwer gespielt oder auf normal? Mann, ich vermisse mein Mystic Art. Ah. 164 Stunden. Das ist eine Menge. Schätze, dann haben wir noch ein bisschen was vor uns. Nicht, dass ich mich beschweren möchte. Fandst du es okay auf normal? Weil also ich finde, bisher geht's voll klar. Lümmelst dich hier so durch halt. Pilabon ist nicht Restgipfel. Es ist ja Restgipfel. Arise drauf. Na. One Ganneth Harrows. I hate to break it to you, man, but what you're saying isn't deep at all. Yes, I'm getting stronger. Okay, Law. I'd love to, but I got this thing. Mächtiger Schutz. Rüstung, die aus mehreren dicken Eisenpanzerungen besteht. Allein das Herumlaufen in dieser Rüstung verlangt eine kräftige Statur. Das klingt so, als wäre es für unseren Rüstungsmann. But it's not. Oh, es ist für Kisara, das erklärt. Ja, ne? Ich find's auch voll in Ordnung. Sehr angenehmer Schwierigkeitsgrad bisher. Fänd's okay, wenn sie's nicht ändern würde. L-
Spoiler nicht sagen, dass mich das hier ein bisschen an Yggdrasil erinnert. Dem leuchtenden Weltenbaumwurzelkram hier. Hier versteckt. Noch eine Kiste. Wow, jetzt geht's aber los hier. Erdumhang. Ein Umhang, der Erdastralenergie ansammelt. Der ihm verliehene göttliche Segen bietet ein Maß an Abwehr, an das kein normaler Umhang heranreicht. Looks like some solid equipment. Kann es sein, dass immer derjenige, für den es ist, sich zu Wort meldet? Das würde Sinn machen. Es ist aber gar nicht. Voll gebaitet. War gar nicht für Rinwell. Ja gut, dann never mind. Frage hat sich hiermit erledigt. Von da komme ich, ne? Ja. How much farther? I don't think we're even halfway there yet. Hang in there. Not even halfway? Are you serious? That's no reason to give up now. Yeah. Just gotta buckle down. That's the spirit. Ich meine, komm, so lange sind wir noch nicht unterwegs. 20 Minuten vielleicht. Die lassen nach. Diese Jugend, Mann. Einfach keine Stamina mehr. Das Gewitter hingegen? Das hört einfach nie mehr auf. Ich glaube, ich habe noch nie so ein langes Gewitter gesehen. Also gehört vor allem. Rummelt da draußen einfach immer noch. Ich glaube, es regnet nicht mal mehr. Aber es grummelt und grummelt und grummelt. So, Halim, jetzt wäre gut. Nur wenn es keine Umstände macht. Es ist so schön, wie sehr er seine Mystikart liebt. Oh, warte, Duhalim kann mich nicht heilen. Sehe ich da gerade? Was haben wir denn jetzt hier? 60% HP. Dann benutzen wir mal weiter unser Orangengelee und gucken, wie weit wir damit kommen. Was ein cooles Dungeon-Design. Ich würde mir nur wünschen, wir würden vielleicht ein bisschen mehr von draußen sehen. Ey, ist das so krass oder ist es einfach schon Mitte August? Ich weiß es nicht, Mann. Judging by the stench. Scheiße. Natürlich ist hier ein Heilding. Auch ich hasse alles. In diesem Felsenlabyrinth können hinter jeder Ecke Gefahren lauern. Oh, wie uncool. Mann. Okay, aber Rinwell bekommt ein Upgrade. Das ist schon mal ganz gut. Das nehmen wir mit. Er bekommt auch ein Upgrade. Nehmen wir auch mit. Und du kriegst ein Upgrade. Und du kriegst ein Upgrade. Und du kriegst ein Upgrade. Nur er nicht. Weil uns der glänzende Astralkristall 5 fehlt. Ne, es regnet gar nicht mehr. Es donnert einfach nur noch. Super weird irgendwie. So, Bauernhof. Alle Schafe erwachsen geworden. Dann machen wir ein Schwein. Ein Huhn. Muss man eigentlich für eine Trophy irgendwie eine bestimmte Anzahl von irgendwas hier füttern? Könnt ihr gern backseaten, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht enden wollt, wie so viele traurige Seelen, die hier ihr Leben ließen, haltet die Augen und Ohren stets offen. Okay, ich sollte vielleicht... noch ein bisschen Orangengelee einkaufen. So fühle ich mich ein bisschen sicherer. Okay.
spürst eine geheimnisvolle Kraft. Anfassen? Ja. Voll ärgerlich, Mann. Weil die sind echt teuer. So Orangengelees verschwenden. Tut mir immer ein bisschen weh. Trophäen wegen der Farm, ja. Der gute Turbo. So, ich geh mal in was auch immer da jetzt kommt, ne? Guten Tag. What is this place? Careful. We've got company. Dragon? Bird? Dragon Bird? Doesn't look like we're getting past without a fight. Ich hatte schon so leichte Monster Hunter Vibes. Jetzt habe ich richtige Monster Hunter Vibes. Is it a dragon? Is it a burp? It's a dragon burp. Oh nein, es ist ein Phönix. Get out of our way. Save your breath. All that thing sees is a fucking meal. Zumindest möchte gern Phönix. It is. Is it trying to stop us? You're mine. Aim for the weak spot. You're mine. Angie Burp. Ja, schon ein bisschen Angie der Burp. Ich halte Rinwell mal zurück, aber... Chat, mach Ohrstöpsel schnell. Zwei Trophäen? Was muss man dafür so machen? Das ist nicht gut. Jetzt ist er ganz verkokelt. Traurig. Vogel verkokelt. Ich sehe gar nicht, was davon von mir ist und was von den anderen machen. Können wir die Magie mal ein bisschen runterschrauben? Du Halim kann halt wirklich kein Gruppenheal, habe ich das Gefühl. Geringfügig unangenehm. Fahre erste Ernte ein, fahre 50 Ernten ein. Mit Ernten sind die Tiere gemeint, oder? Dann sind wir ja auch im guten Weg. Das scheint mir nicht so mies zu sein. Das werden wir wohl hinkriegen. Oh oh. Du bist nicht der Homelander. Komm runter jetzt. Der denkt einfach, er wäre der Homelander. Aber ist er gar nicht. Na komm, Hälfte haben wir doch gleich. So. Bisher okay, aber wir haben gelernt, zweite Phasen können tricky sein. Der Homelander. Ja, der hat auch so Laseraugen wie der Homelander. Oh, ja, komm, ich habe hinten keine Augen. Das war gemein. Für diesen Tod blame ich 100% die Kamera, weil die hat sich in dem Moment gedreht, sodass ich in diesen Tornado geflogen bin. Ihr habt sie alle gesehen. Chat, ihr seid mein Zeuge. Okay, das war meine eigene Dummheit. Platin by Arise, ja guck mal. Oh nein, Duhalim ist tot, das ist nicht so gut. Wundert mich schon, wieso nichts passiert, aber wenn er tot ist, ist er wohl excused. Aber man merkt halt schon, dass Shions Heilpower so ein bisschen fehlt. Oh, ist er wirklich schon wieder gestorben? Junge, bitte. Ich glaube, das muss ich mal ein bisschen mit Items hier übernehmen. Ich glaube, sonst kommen wir auf keinen grünen Zweig mit dem Mann. Was haben wir denn hier? Kraftschmankerl? Schmankerl.
Ja, wieso die Laseraugen hat der Homelander doch? Ach so, Superman. Ich hab das erste nicht gelesen. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber er ist irgendwo so Superman und Captain America so ein bisschen. Homelander ist so ein wandelndes Easter Egg, glaube ich. So, letztes Viertel. Ich hab ein bisschen Angst. Mit Shion hätte ich keine Angst, ohne Shion habe ich ein bisschen Angst. Not gonna lie, mit Shion würde ich mich hier wohler fühlen. Aber der Damage, den wir machen, ist eigentlich echt solide, wenn alle leben. Das ändert sich nur möglicherweise sehr schnell. Weg, 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 weg. Uiuiui. Wenn sie halt nicht einfach alle in der scheiß Giftflöre stehen könnten. Das wird mir so viel Freude bereiten. Oh oh. Jetzt nicht greedy werden. Schade. Achtung, Homelander. Oh Gott, die sind alle tot. Aber Papa regelt. Puh, habt ihr gesehen, wie tot die anderen waren? Das hätte auch noch schief gehen können. With fauna like that, I'm impressed so many people from Thistle made it through here alive. Who's to say there weren't a whole lot more of them who didn't? Yeah. Well, at any rate, it should be a safer climb now that we've cleared the way a bit, right? No. So long as people feel the need to face terrain this perilous, I'd say true safety's some way off. You mean defeating Vol'ron and putting an end to the crown contest, right? I guess that would be the best solution here, On huh? On my way! We've wasted enough time here already. Let's get going. Shion needs us. Das ist leider nicht der Astralkristall, den ich brauche, aber okay. Das war knapp. How are we still not there yet? It feels like we've been climbing this mountain forever. It helps if you try not to look up or down. All you need is silent determination. Talking too much will only waste energy and burn you out. I'm too tired to look up or down, even if I wanted to. Oh, yeah. Take care you don't fall, at least. Unless you want to make a Zoogle's day, that is. Zoogles? Why would they care if I fell or not? How would you feel if a three-course meal fell right out of the sky at your feet? Zoogle chow. Law? Best not to listen to him if you can help it. You'll only be encouraging him if you do. Tell me that before I listen next time. Ich hör nur Still, me. Has a point. One wrong step and it's curtains. Wouldn't it be great if we could all fly like Hoodle? I bet even the refugees who didn't make it would have made it to Thistle that way. Until we magically sprout wings. Let's just watch where we're stepping instead, okay? Come on. Shion's waiting for us. Ich will ja nicht sagen, dass hier eine Person magische Wings gespreadet hat, aber hey. Lass mich nochmal heilen. Kannst du nicht. Das ist schlecht. Ja, nun. Sieht nicht so gut aus gerade. Aber bestimmt werden wir da vorne geheilt. Oder so. Ich spiele das jetzt mal ein bisschen risky. Ich speichere hier mal. Aber war schon echt knapp so. War schon echt knapp. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich will nicht schon wieder Heilung verschwenden. Ist einfach zu teuer dafür. Ja, aber da müssen wir leider kämpfen, fürchte ich. Außer ich schaff's dran vorbei. Noch ein Heilkiesel. Huch. Oh, wir haben die Hälfte aller Objekte erworben. Also spätestens das sollte eigentlich spoilern, dass wir jetzt
nur die Hälfte des Spiels ungefähr haben. Entschuldigung, muss durch. Verzeihung, ich hab's eilig. Es ist so schön. Wer hat dem Spiel erlaubt, so schön zu sein? Und wie habe ich dieses Item da verpasst? Such a nice view. Mir ist die Treppe wohl aufgefallen. Aber. Nein! Hey! Das ist nicht, was passieren sollte. How were you thinking? I thought we were gonna die! One simply needs to be bold and act with conviction in times such as these. Did you know it was gonna be safe before you jumped? Because I sure didn't. More or less. I figured there would likely be a basin here akin to most such waterfalls. Don't just make people jump off cliffs on a hunch. Ich bin runtergefallen. Ich bin abgerutscht. Ich dachte, ich könnte hier stehen. Oh mein Gott. Normalerweise kannst du nicht aus der Map fallen. Dann ist der Fuß abgerutscht. Gut, ich schätze, so kommt man an die Truhe. Oh mein Gott, mein Herz. Ich habe uns vor allen Dingen gerade sterben sehen. Uff. Für den Dialog hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich glaube, hätte ich geahnt, dass es geht, hätte ich es auch bewusst getan. Aber Gott, ist mir gerade kurz das Herz in die Hose gerutscht, als ihr Fuß einfach so weggerutscht ist. Scheiße, Mann. Da ist sie einfach weggedüst. Aber guck mal, die Diebe. We're climbing a considerable height. It's only natural that it will take some time. That's not the problem here. We are getting closer to the top, aren't we? You've just got to keep your spirits up, Grimla. Positive thinking is everything. Schaut einfach alle auf den Butt. Kisara klettert voran, das ist wohl Motivation genug. Mein Gott, ey. Ich kann mich doch nicht einfach hier runterschmeißen. We finally reached the top. My limbs feel like they're about to fall off. Already? You kids need to train more. Aber wirklich. She's right. We don't have time to catch our breath. Someone's got a lot of pep in his step. In seinem Schritt, ja. Vorne oder hinten? I'm famished. Ich hab da Gegner gesehen. Ja, an denen komme ich wohl nicht vorbei. Dann beißen wir mal in den sauren Apfel. Theoretisch könnte ich auch noch so ein Schmankerl. So, safety first. Ja, ich wäre sogar dran vorbeigekommen. Jetzt, wo ich den ganzen Heilkram verschwendet habe, kämpfe ich natürlich. Aber wir wären dran vorbeigekommen. Au. Halt, es ging noch nie irgendwo runter und plötzlich slippt sie einfach und liegt da unten im Teich. Aber ist klar, dass sie das machen. Weil den ganzen Weg nach oben so, pass auf, dass du nicht fällst. Wenn du runterfällst, stirbst du. Well, guess I didn't die.
Au. Das hat mehr weh getan, als antizipiert hatte. I didn't die. Ich bin unbesiegbar. Schön, entschlossen und mutig auch noch. Und ein bisschen dumm. Wobei, das war eher Trollpatschig. Hat, glaube ich, nicht so viel mit Intelligenz als mehr mit Trollpatschigkeit. Dinge, die mir absolut im echten Leben auch passieren würden. Ja, guck, die ganzen Glühwürmchen und der riesige Baumschranz, der sich hier so durchschlängelt. Yggdrasil, bist du's. So, aber wo bin ich jetzt? Und wo ist der Ausgang? Die viel wichtigere Frage. Da ist noch eine rote Kiste. Das freut mich sehr, aber wo ist der Ausgang? Die waren so nah dran. Au. Mann, ich hab noch hinten keine Augen, du Scheißaffe. Nicht mal eine Beleidigung, es ist ein Affe. Es ist ein Affengegner. Und bam. Deshalb kann der Dohalim nicht heilen. Er muss immer Kreuzschlag mit mir machen. Ist erklärt. Ein Wunder kommt der zu nichts. Ach ja. Bam. Hä? Ach, da. Ich gerade so warte. Ich habe ganz sicher eine Kiste gesehen. Trommeln des Meisters. Ein paar orangener und blaugrüner Schlaginstrumente, die liebevoll Don und Katz getauft wurden. Oh, das ist eine. Oh Gott. Mein Gehirn ist gerade geschmolzen. Oh, Schatz, wie heißt es? Wie heißt das Trommelspiel? Ihr wisst schon, das Trommelspiel. Taiko no Tatsujin. Ach, ja, richtig. Drummaster. Oh, wie süß, weil die eine Trommel, die orange Trommel heißt Don und die grüne Trommel heißt Katz. Oh. I sense a strange power. Stimmt. Das wird ja auch von Bamco be-published. Ich kann nicht reden heute. Die Frage ist nur, ist das eine Joke-Weapon und wenn ja, für wen? Oh, nee, ist ein Artefakt, ne? Ich vergesse mal, dass es die gibt. Ja, oh, das sind halt wirklich Don und Katz. Ach, wie süß. Das Pac-Man-Labyrinth. Oh, und das ist, glaube ich, Soul Calibur, oder? Ein gewaltiges Schwert, in das eine separate blaue Klinge eingelassen wurde. Diese beiden Relikte scheinen auf ein geheimnisvolles Rätsel zu deuten. Ja, Soul Calibur. Das ist halt voll cool. Ich mag's, wenn Publisher sowas machen. Nur Gator Panic kenne ich nicht. Also Soul Calibur, klar. Taiko no Tatsujin, logisch. Pac-Man ist ja sowieso legendär. Aber Gator Panic kenne ich gar nicht. Voll cute. Dafür hat es gelohnt, fast in den Tod zu stürzen. Ja, glaube ich auch. Das ist eine sehr coole Easter Egg-Idee auch. Können wir nicht? Okay, aua. Ja, if only I were a cat. Guess we're back. Dann versuche ich diesmal nicht runterzufallen, sondern einfach hier reinzugehen. Hey, da steht gar nicht mehr Zephyr tot. Zelda March? Sieht aus wie an der Quelle der Kraft. Oh, das Logo! Land des Nichts, Ganneth Harrows. Was hat er für ein sickes Schloss, bitte? We did it. We've reached the top of the mountain. Hurra! About damn time. My knees are singing symphonies over here. Look, there it is! That's it.
That's Pelegion, the seat of Volron's power. So that's where Shion's being held? Most likely. Most likely? That is what I said, yes. Pelegion's still our best lead, so that's where we go, right? Any advice before we head in there? No. No? In the ancient tongue, Ganeth Heros means Fortress of Naught, though I fail to see what insight that nugget of trivia holds. I guess I just thought you might have something we could use. Since Volron became Lord, the only thing this realm has been known for is its shroud of secrecy. It is Volron's stronghold. All else is incidental. Just keep in mind that you can't be too careful inside. Speaking of which, just how are all of us planning to get inside, exactly? It's not like there are any secret passages. Oder doch. You've come this far. If there's no other way in, I guess we'll just have to use the front gate. Volron told us to come find him, which means he's expecting us. Let's do this the old-fashioned way. Ich gehe sowieso am liebsten den gewohnten Weg. This place has a most curious atmosphere. I'd be taking a dip in it if the circumstances were better. Sorry, but we have to push through for now. Shion is waiting. Yeah, I hear ya. A soak can wait. Guckt euch das mal an, wie geil sieht das bitte aus. Wahnsinn. I sure hope nothing bad's happened to Shion. Keep those thoughts to yourself, Rinwell. Everyone's anxious enough as it is. Sorry. It's just... I can't seem to stop thinking about it. What do you think it is that Volron wanted with her anyway? Going by what he said back on Almadria's ship, it would appear his primary target is Alphen. Though, it's likely he hasn't forgotten the blow he sustained at Shion's hand either. That might even be what ignited his interest. Yeah, did you see the way he reacted? It was like he was enjoying every moment. Even his pain at Shion's thorns. Oh, that guy's just creepy. Let's just hope he's keeping his perverted tendencies in check. What? Law? Don't say things like that. Aber wirklich. It's not like we weren't all thinking it. That's still no reason to... All right, you two. Now that's enough already. Alphen shouldn't have to grit his teeth while he listens to you. Oh. Sorry. Oh boy. Da drin ist sie also. Unser Bestest of Girls. Ein atemberaubender Ausblick von hier, oder? Diese unheilvolle Festung, die über dem reichen Wasser dreut. Wirklich eindrucksvoll. Was ist dreut für ein Wort? Also ich dachte eigentlich, mein Wortschatz wäre recht allumfassend, aber das habe ich noch nie gehört. Oh boy. Wer erleuchtet mich, Chat? Woran ist definitiv der falsche Herrscher dafür? Ja, gut, aber die Herrscher sind ja alle, Dohalima ausgeklammert, alle eher so Kackbratzen. War ich noch gar nicht fertig? Okay. Lasst euch vom Eindruck nicht täuschen. Unter all diesem fruchtbaren Land lauert der Tod. Ja, ehrlich gesagt, mit dem Regen und alles sieht es auch ein bisschen so aus. Oh Gott, nicht wieder runterfallen. Aber das ist sehr beeindruckend. Ich wünschte, meine Animal Crossing-Insel könnte so aussehen. Das ist sehr beeindruckend. Okay, kämpfen wir erstmal. So ein schönes Spiel. Ich kann es nicht oft genug sagen. I swear I've seen that castle somewhere before. Right. I remember seeing it from the cliffs in Calaglia, across the sea. You mean Volron's castle? Yeah. That must have been it. Geographically, it would make sense. It's most certainly large enough to be seen from afar. Ich hab nichts gesehen. Then, I had Shion and Zephyr with me. Ach da. We haven't lost Shion. We can still get her back, you know. That's right. I won't let Volron take her away from us. Ich dachte, bevor wir Boot gefahren sind. Ja, das am Anfang kann sein. Wir müssen noch Lieblingsgerichte von ihr hier kochen. Erhöhte Menge Erz.
Höhere Elementarverteidigung. Das klingt ganz nützlich, glaube ich. Sein Charakter gehört in den Müll. Er hat bestimmt eine tragische Backstory. Ich möchte noch nicht über ihn urteilen. Ich mag ja so batshit crazy Menschen. Eat as much as you like. Mal schauen, was sie zu ihm zu sagen haben. So, Rinwell. Rinwell, mind if we chat a little? You're still awake? I've always been something of a night owl. Ever since back when I was someone's property. Haha, Eule. Turning in for the night only made the next day come quicker. I wasn't in any great rush. Sorry. What about yourself? Care to share something from before I knew you? You were part of a mage clan, right? Must have been handy being able to rely on magic for everything. Hardly. In fact, not at all. Magic's not so special when you're not allowed to use it. Always scared of who might be watching? Right. Sorry about that. I guess I've read too many fairy tales. We were still made to study it every day. It doesn't make any sense if you think about it, studying the very thing you're being persecuted for. But that's what we did, just like our parents and their parents before them. Honestly, I don't even know how far back it goes. If memory serves, mages have been the stuff of legend for ages. Even as far back as 3 centuries ago, they were myths. Your people were persecuted even before the Renans got here. Yeah, the more I think about it, the less it makes sense, though. I mean, it was Astral Arts that let the Renans dominate Danna, right? Why didn't mages end up being the rulers of Danna, then? Maybe they tried, but they just didn't have the numbers. Or maybe domination just wasn't something they were interested in. Have you ever considered it might have been something like that? I guess I haven't. I wonder why magic alone attracted the attention it did. Swords can be just as lethal in the right hands. Why not ban them? My best guess? Swordsmanship can be learned by anyone. Magic's more of an exclusive club. So, you either have the gift or you don't. When something's not easily obtainable, it's hard to comprehend. People are scared of what they don't understand. And fear leads to persecution. So the problem's not magic. It could just as easily have been anything. Yeah. Naja, oder die Magie zuzelt den Planeten aus und deswegen, Hoodle, let me know if you sense anything. Deswegen haben sie es verboten. Hab das Gefühl, wir haben davon noch nicht das Ende gesehen. Hallo. Chefkoch. Nice. Es geht voran, aber ich glaube, um die ganzen Fertigkeiten Matrix zu machen, muss man am Ende schon ein bisschen grinden auch. So viel FP kriegen wir dann doch nicht. Ich meine, okay, to be fair, kann ich gerade auch ein paar Sidequests nicht abgeben und sowas, aber... Huh. Another day, another gold. Können wir eigentlich schon wieder fast traveln? Ich gehe mal nicht davon aus. Nö. Ich will in den Eulenwald, ich finde das so gemein. Ich finde das so fies. Hey, da ist noch eine Angelstelle. Ja, schätze, dann gucken wir uns das einfach mal an hier. I don't want Shion to get mad at us for dragging our feet. Alfin? She's the one that's kept us on track. Picked me up when I was down. Sure. I just thought she'd always be there. Wie er so tut, als wäre sie tot. Alles wird gut, Alfin. Upsa. Wir retten dein Girl schon, mach dir keine Sorgen. This is no place to fish, is it? Weißt du, jetzt ist mein Vieh natürlich erwachsen geworden. Kann ich direkt nochmal zurücklatschen. Super Timing. Go no further. Aber ich finde es halt echt so faszinierend, wie das Spiel es schafft, so kurzweilig zu sein. Dabei so viele Infos rauszuhauen in den 35 Stunden und gleichzeitig keine. Storytelling on point. Look sharp. Lightning training's paying off. Ist er schon so groß und ich treffe ihn trotzdem. Sad.
My exploits are bearing fruit. So, dann mach mal ganz schnell noch neues Vieh. Judging by the stench. Ja. Ich weiß gar nicht, wie er den Bauernhof immer über Milliarden von Kilometer riechen kann. Oh, ich wollte gar nicht. I'm drenched in sweat. Ups, ich wollte gar nicht. Make sure to get some good rest. Ich wollte den Typen ansprechen, Entschuldigung. Ja, er ist ein Hund. Deswegen muss er draußen angebunden werden. Well, off we go. Hühnchen. So. Jetzt aber. Hui! Ja. Wo können wir denn überall hin? Dahin, dahin, dorthin. Okay. Es macht mich ja ein bisschen betroffen, dass der Wasserrealm natürlich den miesesten Typen von allen hat. Ich find's auch cool, aber es macht mich auch ein bisschen traurig. So, einmal schwimmen bitte. Ein Plattfisch. Ob die wohl auch für den Angelmeister zählen? Ich meine, ich habe sie nicht geangelt, aber... Ich habe sie mit meinen eigenen zwei Händen gefangen. Das muss doch auch irgendwas wert sein. Finde ich. Ach, das juckt. Hey, ich glaube, das Gewitter hat aufgehört. Nach 4 Stunden auch mal. Irgendwo hier muss auch ein Hudel sein, ne? Schauen wir mal. Ich sollte wahrscheinlich nicht gerade jetzt anfangen, mit Kämpfen zu sparen. Und hier durchzurushen, nur weil er von wegen Shion dränge. Könnte uns schlecht bekommen, wenn ich das mache. Hey, dann kann ich ja vielleicht gleich das Fenster nochmal aufmachen und auch ein bisschen atmen. Atmen fände ich ganz cool. Nice one, Alfin. Yeah, there's more where that came from. So. Ein blaues Hudel. Ich habe vorhin immer noch nach grünen Hudels gesucht, traurigerweise, aber sie sind ja mittlerweile blau geworden. Blau wie der Wassermastercore. Gelee, sehr gut. Also ich meine, vor dem Ding, vor dem einen Ausgang ist ein Lager. Das heißt, ich würde mal annehmen, dass der Lagerausgang... Jetzt bin ich eh reingerutscht. ...uns in den Dungeon führt und hier höchstens ein Monster ist. Oder einfach nichts. Ich speichere trotzdem mal, sicherheitshalber. Kann ja nicht schaden. Hallo? Ist hier jemand? Es hat einen Schnellreisestandort bekommen, also wird es vielleicht noch wichtig. Aber ich habe das Gefühl, jetzt kann ich hier noch nichts machen. Okay, dann. Dann komme ich später wieder. Sind es eigentlich rote? Nein, ich habe das Gefühl, dass mich rote Spinnenlilien etwas verfolgen. I think Hoodle senses something. Hoodle Alert. Code Red. Ist kein Amber Alert, ist ein Hoodle Alert. Huh.
Das wäre ein bisschen gruselig, wenn sie jetzt hier auch anfangen würden. Vor allen Dingen, weil die Bedeutung von roten Spinnenlilien jetzt nicht unbedingt die angenehmste ist. Au! Die kommen immer von hinten. To be fair, die Kampfkamera möchte ich auch ein bisschen kritisieren. Also der Ausschnitt könnte größer sein. Vielleicht kann ich ihn noch größer machen und ich weiß es nur einfach nicht. Kann natürlich sein. Weil ich sehe halt legit nur, was so direkt vor mir ist. Das ist bei so Düsefröschen immer ein bisschen schwierig. Kommen dann immer von hinten angerannt und ich sehe es halt einfach nicht. So, did you like my boost art? Yeah, it was off the charts. Kann man das denn? Okay, Korrektur bei Bewegung. Ne. Sieht fairerweise nicht so aus, als könnte man das. Wenn ich ein Hutel wäre, wo wäre ich dann wohl? Da ist auf jeden Fall Loot. Da hat jemand einfach Geld reingeschmissen. Wieso komme ich da nicht dran? Aber das ist kein Hüpfrätsel, aber ich muss wahrscheinlich von oben runterfallen. Beständiger Kristall. Okay. Oh Gott, Sarah, wo rennst du hin? Könnte versuchen. Sie geht da echt nicht so gerne drauf, ne? Ha! Stockköder. Ein langer, schmaler Oberflächenköder. Ohne zusätzliche Bewegung ist seine einfache Form wohl kaum ein überzeugender Köder. Okay, sweet. Sweet. Noch haben wir keinen Hutelalarm. Arme Eule, ne? Wenn es hier so regnet, wird der arme Hutel ja ganz nass. Der Hutlerich. Hutel kann nass ab? Sagst du jetzt so? Du jetzt so selbstverständlich behauptest, dass das so wäre, dabei kannst du das gar nicht wissen. Vielleicht ist Hutel aus Zucker. Süß genug ist er ja wohl. Das perlt an ihm ab. Du meinst, der ist Lotus beschichtet? Also unserer bestimmt, aber ich meinte jetzt den blauen. Den zu findenden Hutel. Alle. Die werden wasserabweisend ausgeliefert. Na gut. Ja, appreciate the concern. Could have been worse. Macht Sinn. Du, du, du. Das ist eine ganz schön große Map. Ich habe auch so das Gefühl, wir werden Shion heute nicht mehr retten, weil es Mittwoch ist. Schon 22 Uhr.
Na komm, hier ist doch bestimmt was versteckt. Aber es ist auch was Gutes. 10.000 Gold kann man nicht meckern, glaube ich. Wenn mir jetzt einfach einer 10.000 Euro schenken würde, würde ich mich nicht beschweren. Leider wird das nicht passieren, aber... Ja, weiß ich halt nicht, ne? Also ich meine, es kommt doch ein bisschen drauf an, wie müde die Frau ist. Ob wir heute auch nur in Erwägung... Ey! Ziehen sollten, bis 12 zu machen. Aber wenn dann halt Eskalation passiert, wird es lieber gemütlich nächstes Mal machen. Weil wahrscheinlich im Halfway-Finale wird eine Menge passieren. Wahrscheinlich ein bisschen dauern. Gemessen daran, wie viel sie ja schon vor der Hexe abgezogen haben, wird das wahrscheinlich eine etwas längere Geschichte. Und zack, es ist dann 3 Uhr morgens. Looks like we got them all. Pat, 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 platschi, platschi, platschi. Ich sehe noch keinen Hügel. No choice. I'm not done. Er klingt eigentlich nach einem ganz guten Plan. Wird dann heute ein mieser Cliffhanger, mit dem wir alle schlafen gehen müssen, aber so ist das Leben. Immerhin, das Wetter soll sich jetzt hier beruhigt haben. Dann müssen wir vielleicht nicht wieder eine Woche warten. Fände ich ganz super. Look sharp. Ich mag, dass man diese Ausweichattacke machen kann, wenn man einen besiegt hat. Und dann einfach weiter angreifen, das ist voll angenehm. Mit this, I can become even stronger. Möchte ich eventuell einen kleinen Tipp? Möchte ich eventuell, ja. Hutlist im Wasser. Denn er ist gar keine Ente. Gar keine Eule, sondern eine Ente. Verdammt, Pointe verkackt. Pointe verkackt. Ich geh mal zu dem Angelplatz. Erstmal angeln. Pro Ente. Die ist aber schön. There's something in the water. Something in the water. Wir haben einen neuen Köder bekommen. Wouldn't it be easier to simply use astral arts to catch the fish? Jetzt fängt er wieder damit an. That misses the whole point of going out to fish. Also wirklich, du Halim. Schämst du dich gar nicht? Immer anzustellen wie so ein Dulli. Alright. Wie ihr immer das Fischen verderben möchte. Finde ich nicht okay. Das beste Angel-Minispiel ever. Er ist immer grumpy. Finde ich nicht okay. Oh Gott, mein Po. Anybody could reel in that. That went pretty well. Irgendwie haben wir schon sehr viele Barsche gefangen. Ist ein bisschen wie bei Animal Crossing. Die sind überall. Don und Katz wären betrübt, wenn sie das hier sehen würden. All right. Ja, das habe ich festgestellt, dass, also wenn eine Eule in der Nähe ist, dann poppt Hudel nochmal raus. Das ist mir aufgefallen. Aber danke fürs, oh Gott, wie ist das deutsche Wort? Clarifying. We can get a good meal out of this fella. Schon wieder. We can make a real feast out of this bad boy. Das ist ein riesiger Fisch, habt ihr gesehen?
glaube, ich will einen anderen Köder haben. Probieren wir es damit. Reel it in. Gib mir einen guten Fisch. Bisschen schade finde ich es aber, dass man nur mit Kisara angeln kann. Ich meine, ja, es ist ihr Ding und so, aber stellt euch mal Alfin vor, das wäre auch irgendwie witzig. Anybody could reel in that. Guess it's important to stay calm. Okay, drei Bärsche. Ich glaube, ich habe fertig. Irgendwann machen wir mal Nachtangeln. Dann angeln wir einfach die ganze Nacht lang. Ja, noch kein Hudel-Alert. Warte nur drauf, aber er schweigt sich aus. Oder auch nicht. Sehr gut. Irgendwo hier. You picked the wrong fight. Look sharp. Und ich hoffe, ich habe nicht wieder seinen Mystic Art kaputt gemacht. Das würde mir unendlich wehtun. Oh, okay. Ich habe seinen Mystic Art kaputt gemacht. Ich glaube, das Spiel erklärt dir das gar nicht. Beziehungsweise, wenn du ein Gebiet mit einem Hudel betrittst, macht ja, oh, gute Sense is something. Und dann poppt er halt nochmal raus, wenn du in der Nähe bist. I've been doing really great lately. Damit du nicht komplett blind durch die Gegend rennst. Aber ich glaube, explizit gesagt wird's nicht. Ah, hier. Eine Umino-Brille. Wirbelsonnenbrille. Brille mit dicken Gläsern, die meistens von gelehrten Menschen getragen wird. In Wirklichkeit aber nur für schlechte Sicht sorgt. Okay. Das war Eule Nummer 29. Maybe something's going on in the forest. Ich kann nicht in den Forest, hör auf damit. Es geht mir so auf den Sack, dass sie die ganze Zeit so, oh, im Wald, im Wald passiert irgendwas. Oh, guck doch mal im Wald. Ja, ich würde gerne, aber... Leider, Spiel, hast du mir versagt, dorthin zu gehen. Law braucht auf jeden Fall mehr Max-Kappeln. Vielleicht stirbt er dann weniger. A girl can dream, right? Wisst ihr, woran mich diese Ruinen hier ein bisschen erinnern? An... Oh mein Gott, wie schön das aussieht. An Tales of Zestiria am Anfang. Da, wo unser Hirte wohnt. Wie hieß er nochmal? Seinen Namen vergessen. Unangenehm. Ey, mein Namensgedächtnis ist mittlerweile auch einfach nicht mehr existent, so. Dass dieses Altwerden. Slay, hieß er wirklich so? Slay Girl. Macht er? Ich glaube, er ist aufgeregter, je näher man rankommt, ne? So, du sagst. Sode, ja, Slay halt. Die Japaner können doch kein Englisch. Sode. Mikleo, bester Wassercharakter übrigens. So, apropos Wasserlord. Sind immer Bitches. Ist euch das mal aufgefallen? Muss an Undini liegen. Bisschen fehlen mir die Elementargeister, ja. Ich meine, sie werden erwähnt. Hold up. Is this as valuable as I think it is?
Aber bisher spielen sie ja noch nicht so eine große aktive Rolle, leider. Kommt vielleicht noch. Aber sie fehlen mir ein bisschen. Judging by the stench, I'd say the animals at the ranch are all grown now. Yay! Wenn euch hier draußen irgendwas zur Neige geht, kann das den Tod bedeuten. Ihr solltet euch besser gut vorbereiten, bevor ihr aufbrecht. Ah, okay. Für mehr Waffen reicht's leider immer noch nicht. Schade. Aber meine Tiere sind wert. So, mehr Pferdelasagne. Passt da draußen auf euch auf. Ihr lauft direkt in ein Hornissennest und die Hornissen sind jetzt schon wütend. Ja, ich bin auch wütend. Gosh, the castle's even larger once you get close to it. What's that shining thing up top? A spirit vessel? It feels creepy, like it's watching over everything. You think he knows we're here? We'd best assume as much, yes. What we have to do is simple. Just beat Volron and rescue Shion. That's it. Try not to work yourself up too much. We have a lot of city and castle yet to traverse. Wenn's nur das ist, easy. Easy as pie. Ich weiß nicht, ob wir in der Stadt so viel kämpfen. Im Schloss wahrscheinlich, aber... Trink einfach mal das hier. Done. This is sure to give the others some much needed energy. Oh, ich hatte gehofft, dass wir jetzt noch den letzten Dialog kriegen, aber ich werde wie immer gemobbt. Mind if I join you, Law? Ja, habt ihr gesehen, wie süß Hudel geschlafen hat? Oh. Doch. Trottel. Oh, ich hab die Party so lieb. See you guys tomorrow. Ich werde so traurig sein, wenn Arise irgendwann endet. I feel pretty refreshed after that sleep. Du hast Vieh, das erwachsen geworden ist, schon wieder? Was ist denn hier los? Das Huhn wieder, weißt du? So. Bevor wir aber da reingehen, muss ich mal Tee wegbringen, ne? Schnell. Und ich schätze, dann gehen wir da noch rein und bereiten alles vor. Und dann gucken wir mal, wie spät es dann ist. Aber ich glaube, das Mid-Season-Finale wird es heute nicht mehr geben. Bin gleich wieder da. Gut. Dann schauen wir mal, ob sie uns mit offenen Armen empfangen. Oder nicht. Oder wie. Oder was. 36,5 Stunden. Sweet. Baby. Wie viel Level haben wir? 32. Okay. Der Sohn geht jetzt ins Bett. Ja, dann... Schläfst du gut? Lass dich nicht ärgern, sind nur noch 2 Tage, dann ist schon wieder Wochenende. Hau rein. Geht's da rein? We're almost there, guys. Don't let your guard down. I'm excited just thinking about us barging through the front gate. Bisschen auch wie die Breath of the Wild Zoras in übertrieben. Oder? So ein bisschen wie Zoras Domain in Breath of the Wild, nur übelst übertrieben. Ja klar, 8 Stunden irgendwo sitzen ist sehr anstrengend. Schläfst du gut, haust du rein. Gute Nacht. Schon imposant, das Ding. Oh, hi. Are you Alfin and his companion? Nein. Why would you think that? You are the only one scheduled to arrive.
and there are no unscheduled arrivals in Ganeth Harrow. Okay. So I'll ask again. Are you Alfin and his companion? We are. Then pass. Lord Volron is expecting you at Castle Delpharis. Die haben schon überall dieselben Rüstungen, ne? Nur in bunten Farben. Well, suppose it's rather nice of them to roll out the red carpet for us. Alfin ist nicht überzeugt. Schätze, diesmal wird es nicht so viel Sightseeing geben. Pell Legion. Aber imposant ist es auf jeden Fall. So we're supposed to meet him in there? What do we do now? Let's see how things look around the city first. Then we'll make our way to the castle. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wahrscheinlich nicht so weit. Hier ist auch irgendwie keiner, ne? Ist ein bisschen tot. Not a slave in sight. Where is everyone? There aren't even any soldiers. Something feels off. I don't like it. Like the fact that the enemy could ambush us at any moment? Yeah, not crazy about that either. No, not that. Something else. That must be Volron's castle up ahead. I suppose we just walk right up to it then? That's what the guard from before said. Now, if we only knew where they were keeping Shion, we could try to... That's it! Hmm? That weird feeling. It's not just that the city is empty. It feels like no one lives here at all. Wahrscheinlich lebt hier auch keiner. Now that you mention it, it does feel strangely... artificial. Think maybe it's a district just for the Renans alone? With all this open space? Seems unlikely. Oh Gott. Ich ahne Schreckliches. Ja, die haben auch so Masken auf. Hey! You guys! What's going on? Ich hab das Gefühl, die werden gleich geopfert. What was that about? They were Danans, right? That wasn't normal. Wait, you don't think it could have been the fruit of Helgen, do you? No, they seem too docile. What about astral energy? Could you sense any coming from them? No, and I'm pretty sure I could tell if it was. If not that, though, then what? Speaking of which, it didn't look like there was anyone guarding them either. Hypnosezauber. They were headed for the castle. Mysterious. I have a bad feeling about those boats. I get what you mean. It didn't feel like those folks are just commuting to work. The waterway they're floating on appears to lead to Delpharis Castle. If we follow it, we may learn more about what's taking place here. Das bizarre Pelagian. Bizarr ist es allerdings. Der Glocke auch. So, any ideas what the deal was with that boatload of weirdos? Your guess is as good as mine. They looked like Danan slaves, but beyond that... This city is grander and more beautiful than any other we've been to, yet... I know what you mean. From the architecture right down to the people,
Something feels off somehow. I've long maintained one can glean a lot about a ruler from their city. Considering how unsettling this place is, I'd say I wasn't far off the mark. Despite its surface layer of majesty, walking around inside, it feels more like a hollowed-out ruin. I say we follow after that boat. If we're lucky, they might be in the mood to give us some answers. Ich glaube nicht, dass die mit uns reden werden, aber okay. Da da rechts ein Fahrstuhl ist, gehen wir erstmal hier lang. Man, this place gives me the creeps. Law, your legs are shaking. What? Liar? Just kidding. Vor allen Dingen sind ja auch alle Tore zu. Das heißt, wir werden hier sehr gewissenhaft dahin geführt, wo sie uns haben wollen. Wie befürchtet, viel Sightseeing ist hier leider nicht. Aber ein bisschen. Ein bisschen Sightseeing geht. Guck mal, wenn das Wetter nicht so kacke wäre und alles nicht so gloomy und creepy, wäre das hier richtig schön. Ich meine, ich stehe auf so Atmosphäre, aber... mit der Party tauschen würde ich gerade, glaube ich, nicht wollen. So von weitem zugucken ist okay, aber selber drinstecken. I've seen ghost towns that were more alive than this city. Where the hell did all the Danons and Renans go? Vielleicht sind sie alle schon in der Geisterkugel. Du kannst halt echt überall hin. Ja, Zora-Domäne in Corrupted einfach. Und dann 40 Mal so groß. Aber dass hier auch nicht mal irgendwie Gegner oder so sind, ne? Eher so, ich mach euch mal den Weg frei. Kommt mal zu mir. So eine richtig schöne Psychopathen-Einladung. There's nobody here either. Looks like the only building up ahead is the castle, but... Und theoretisch wäre hier halt noch so viel Stadt, wenn wir nicht überall ausgesperrt worden wären. Das ist schon, also die Scale von dieser Stadt ist schon ein bisschen crazy. Vor allen Dingen ist hier bestimmt auch rutschig. So der Boden und dann regnet es die ganze Zeit. No good. It's a dead end. I don't relish our chances climbing. Or breaking through for that matter. And yet, this seems to be the only way inside. Take a look around. There must be a switch or something to... What? Schon wieder die Glocke. What is it this time? Look! Over there! Sind sie unser Wegzoll vielleicht? Ja, das hatte ich erwartet. Alfin! Astral Energy? That means... Snap out of it! Can't you see what's happening? You're being deceived! Please stop! You'll die! Damn it! Volron is killing you! You need to run! Please, get off the boat! Wie Schlachtvieh. What just happened? Sagt, sie haben den Wegzoll bezahlt, um das Tor zu betreiben. Oh mein Gott, der Typ. Being summoned. Summoned? By that murdering monster? It's all a demonstration designed to provoke. To prove to us, no, to Alfin, just what he's capable of. Kidnapping Xion. Killing all those people.
it's just me he's after, then why hurt them? Why do all this just to get at me? Weil es funktioniert. You hear me, Voron? Answer me! Alfin, this is not your fault. Don't give this to him. I know. And I won't. My hands are stained with blood. But even so, if we're going to stop that bastard, then I need to keep going. Naja, dieses Blut klebt an Volrans Händen. Let's move. Es ist schon ein bisschen psychopathisch, ja. Damn it. How awful. Todesmarsch. All of those people in the boats. Do you think they had any idea what was going to happen to them? Ich glaub nicht. They did a damn good job of concealing it if they did. You ask me, the only thing on their mind was following orders. And I bet I can guess who from. Volron. The only thing they knew was mindless oppression right to the very end. What kind of purpose is that? Living only to die at your master's whim? Being a slave means having your whole life stolen from you. In the worst cases, quite literally. That bastard will get what's coming to him. I'll see to it he does. Das machen wir wohl. Ein Orangengelee. Nice. Sind wir denn schon da? Ist das schon das Schloss? Klopf, klopf. Das ist ein Hollowsee. Is this what I think it is? Those people, they were all... He's sick. Sick and deranged. Remember this well. This is the true face of who we're up against. Angst und Loyalität. Oh, es ist ein Tempel, kein Schloss. Okay. Still, if it's not fruits of Helgen he's using, then how do you think Volron goes about controlling all of them? They didn't look like they'd been threatened, but they didn't look like they understood anything either. It could be something else, like a potion perhaps, but frankly I doubt it. But that would mean they're following Volron out of choice? But why? Nothing bolsters a despot's authority more than loyalty. Loyalty is advantageous for any ruler. For Volron, it means acolytes willing to give their lives for him. As for whether they did it willingly or not, I'd say they're merely puppets dancing to their master's tune. Der Gehirnwäsche. But to the point where they'd give up their own life force? Is that even possible? You just saw it for yourself. And think back to when I was your lord. If I'd asked you to sacrifice yourself for some cause, would you have? Don't, Halim. My apologies. My words got away from me again. No, you're absolutely right. The only difference being that you never demanded such a thing. You wouldn't. All lords are masters in the art of manipulating their subjects' hearts. Whether they use fear, torture, or various other methods, the outcome is the same. Fear. No wonder there's no remaining signs of a resistance force in this place. Ich finde halt auch so schön, wie sie es so ganz langsam gesteigert haben und es einfach alles immer weiter den Bach runtergegangen ist. Hübsche Tür.
bin so auf seine Geschichte gespannt. So wirst du ja nicht einfach so... Oh, hätte ich hier nicht reingehen sollen? Shion! Wait! Something's not right. Das Kleid ist so hübsch. Aber ich glaube, sie wurde auch Gehirn gewaschen. Ja. Yep. It's dark. Please help me. Shion. It's so dark. Everyone. We came to save you. It's okay now. Lies. Uh-oh. Thorns! This situation just got prickly. There is immense dark astral energy here. Far too potent to be the work of a single individual. It's possible Volron's manipulating her. We cannot tell from this far away. We need to be much closer. Only to do that, first we need to get rid of the thorns. So we fight fire with fire! Unless you have a better idea. Dance on the wind! Alone. I'm all alone. Sion! Okay, sie kann also wirklich nicht sterben. Hatte ich ja schon mal vermutet. Girl, ich komme! Halt aus! Bin gleich da! It's nothing compared to what you're going through. I won't let you go again. I can take whatever you give me. So please, open your eyes. Sion! Ich komme! Es hört einfach nicht auf! Okay, never mind. Anime time! The thorns just keep growing back. This keeps up, then. Please wake up, Shion! Come back to us! I'm alone. Alone? I'm completely alone. You're wrong. Elfin! She thinks we left her all alone. She can't see us or hear us. All of this, it's because I pulled away from you. Because I couldn't hold on to you. Shion. Too. Kisara and Dohalin. And so am I.
Oha. Die Macht der Liebe. Schön. There is no more time for us to rest. Kann sie das Kleid behalten? Das ist ziemlich hart. Let us finish this. I entrust this blade to you once more. Aber vielleicht ist Teil von Omas Plan, dass er halt das Blade wielden kann. Weißt du? Deshalb. Müsste er 300 Jahre schlafen, damit er dieses Schwert schwingen kann. Jetzt, um sie alle platt zu machen. Hey, Alfin? Ich glaube, wir kriegen das Kleid. Hm? What is it? While I was away, what did you do? I missed you. Alfin. But after what happened because of me... I got a glimpse of the real you. It was worth it. You could say the pain is some kind of reward. Some reward? You sure all that hurt hasn't done something to your head, too? Hey, now. Aww, sie sind so happy. Is it just me, or are they... It's been a while. They're just happy to see each other. I know. I mean, it's fine. Es ist ihr peinlich. We all express ourselves in different ways. Leave them be. They should get a room. Kisara, bitte, ja. Schattenaster, ein rabenschwarzes Gewehr, das sich mit dem Dunkel der Nacht vermischt. Mit außergewöhnlicher Genauigkeit trifft es aus großer Entfernung. Sweet. Und der Zwielicht-Einteiler. Ein Einteiler dunkler als die schwärzeste Nacht. Nur eines kann das Herz seines Trägers davor bewahren, für immer im Abgrund zu versinken. It's Anime Love Chat. It do be. Nicht zu verwechseln mit Tubi. Lodersäule, ich habe ein neues Mystic Art. Warum auch immer es Meister Art heißt. Es ist ein mystisches Art, aber okay. Shion. Sweet. Thanks. I'll be okay. Let's go. We have to take Volran out. Right. Those things that came out of Shion are her thorns, right? She said they're made of dark astral energy. She did. But those thorns are no astral art. And she cannot control them. Such immense astral energy, too. Just what are her thorns, really, I wonder? Ich bin so gespannt. I suppose she might have an answer, but isn't yet ready to talk. Shion. Lords und Herrscher. So, the Sovereign, the Renes Alma, the fate of Lenegas 300 years ago? Yes. That is a lot to take in, isn't it? Zieh sie gleich um. I never realized the weight of the burden you were carrying. I could say the same. The person you kept mistaking me for. It was Naori, wasn't it? So, what do you think? Could I be her descendant? It seems likely. You two do look very similar. Warum weiß sie das nicht? Kidnapping Shion, mistreating slaves, and who knows what other terrible deeds. Seriously? These so-called lords just think they can do whatever they like. I am deeply ashamed to be one of their kind. Sorry, my bad. I didn't mean you, Dohalim. Do you think Volran could have been behind what just happened with Shion's thorns? I'm not sure. If it was bait he needed, kidnapping her should have sufficed. Perhaps he had some other purpose in mind. Her thorns aside,
As a hostage, surely it would have made more sense to keep her close at hand. So why did he leave her unguarded? Gehirnwäsche. If getting rid of Alfin was Volron's only priority, then he could have ambushed us directly. It's not as if he lacked the power. He chose not to, which means he's toying with us, prolonging Alfin's suffering as much as he can. But why? What does Volron specifically have against Alfin? Is it because he's leading the Danann Rebellion? Ich glaub nicht. Possibly. But try to see it from Volron's perspective. He'd do anything to win the Crown Contest, correct? Knowing that the true Sovereign already exists somewhere is bound to ruffle his feathers. Have your paths crossed before, Alfin? Only when I've been with you guys. In the end, we just find more mysteries. What isn't a mystery is how badly we're gonna beat this creep up once we find him. Okay. What a simple and straightforward person you are, Law. Ja, aber hier geht's, glaube ich, nicht um den Crown Contest. Ich mag mich täuschen, aber ich glaube, da steckt was anderes dahinter. Way to give us a heart attack. I wasn't sure how that was gonna pan out for a while there. I'm just glad everyone's safe. Really glad. What about you, Shion? How are you feeling? He didn't do anything to you, hey, Les. Did he? The last thing I remember is being back on the ship. Back then. Seeing Alfin's pain return to him the moment he touched me. It brought me back to my childhood. The fear in people's eyes whenever they were around me. And the next thing I knew, darkness was welling up inside me. It was smothering me. I couldn't see anything anymore. I was all alone. Shion. You're okay now. Alfin hat das Licht zurückgebracht in ihr dunkles Herz. You're safe, Shion. Aber wir erinnern uns. We're here with you. You're not alone any longer. Thank you. Dunkelheit ist das Element von Renna. Das wollte ich euch nur mal eben kurz ins Gedächtnis rufen. So, das hat sie direkt ausgerüstet. Oh nein, das ist kein Kostüm, oder? Mach mich jetzt nicht fertig. Oh, Gott sei Dank. Hurra! Ich wäre sonst ausgezogen. Also, das muss schon drin sein. Jetzt sieht sie aus wie so ein Hitman. Und sie hat ein interessantes Logo auf ihrem Kleid. Sind das zwei Drachen, die ein Herz bilden? Ich frage für einen Freund. So. Dann ist Rinval wieder raus und du bist drin. Gut, dass sie mitgelevelt wurde übrigens. Nur schätze ich, dass jetzt der Punkt ist, um aufzuhören. Guck mal, da ist sie auch wieder. Wie schön, alle wieder zusammen. Agentin 47? Vielleicht. Ich habe Hitman leider nie gespielt. 37 Stunden. Chat, was sagt ihr? Können wir noch weitergehen oder lieber nicht? Vielleicht könnte ich ihr hier auch mal was anderes geben. Ich mache viel zu wenig mit dem Kram hier, ehrlich gesagt. Hoffentlich keine Glatze und ein Barcode-Tattoo. Das sehe ja nee, tatsächlich ein bisschen merkwürdig aus. Andererseits, vielleicht kann sie es tragen. Wir werden es nicht erfahren. Aber die Woman sagt, es ist Zeit zu gehen. Es ist ganz furchtbar, jetzt aufzuhören. Aber ich glaube, wir wollen halt nicht vor dem Mid-Season-Boss aufhören. Das wäre, glaube ich, nicht so cool. Ah, oh, warte, ich habe sie gar nicht als Anführer festgelegt. Sekunde. Schicki. Na, dann haben wir noch das Schloss. Oder den Tempel oder was auch immer. Und können ihm dann so richtig
übel auf den Kopf hauen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich will jetzt nicht aufhören, aber... Das ist die Macht der Liebe, Chat. Ich muss mich beugen. Aber es ist ein heißes Dress, oder? Das ist schon ziemlich cool. Ich kann nicht glauben, dass wir schon fast die Hälfte haben. Das ist so krass. Es ist so gut, es wird einfach immer besser. Das, ich glaube, was jetzt die nächsten 5 Stunden kommt, oder 3, wird richtig bombastisch, Mann. Hey, ich glaube, ihr hat's Mücken. Aber wie sie da steht, so stand sie doch vorhin nicht, oder? Warte, liegt das am Kleid? Nee, sie stand immer schon so. Es ist vorher noch nicht so aufgefallen. Okay. Na gut. Ich fände es übrigens schön. Okay. Wenn er hier auch mal nicht aussehen würde wie ein Hobo, ehrlich gesagt. Aber wir dürfen ja nicht in den Eulenwald. Im Eulenwald gäbe es bestimmt Dinge für uns. Aber leider darf ich da nicht hin. Na gut, dann... Machen wir hier den Break schweren Herzens. Und nächstes Mal sehen wir uns dann das erste große Finale an. Und das wird ziemlich cool. Ist der Tempel so lang? Uff. Okay. Are you just going to keep standing around or what? Sorry, I'm just getting prepped over here. Da ist sie wieder, die kleine Meckerziege. Ich hab's vermisst ein bisschen. Oh mein Gott, es wird so cool. Dann machen wir das aber am besten Freitag oder Samstag, wenn wir Open End machen können und einfach durchballern. Das erscheint mir eine ganz gute Idee zu sein. Und weil heute leider erst Mittwoch ist, schicke ich euch jetzt ins Bett. Glaubt mir, keiner leidet so sehr wie ich unter dem, was ich jetzt tun werde. Denn ich könnte die ganze Nacht hier sitzen und dieses Spiel weitersuchten. Aber am Freitag können wir dann alle zusammen Freude haben. Oder Samstag, mal gucken. Es wird so gut, das solltet ihr nicht verpassen. Ich hoffe, bei euch kühlt es auch runter. Ich schicke mein Gewitter zu euch rum. Damit ihr auch aufhören könnt zu schmelzen. Und ja, dann... beenden wir hoffentlich nächstes Mal den Crown Contest und sehen dann einen Teil der Wahrheit. Und die ist hoffentlich nicht so enttäuschend wie bei Ezio. Haut rein, ihr Lieben. Schlaft gut, lasst euch nicht ärgern. Bleibt gesund. Und wir sehen uns ganz bald mit mehr Tales of Arise. Und vielleicht spielen wir irgendwann mal Ezio fertig. Es wäre Zeit. Okay, haut rein. Ich hab euch lieb. Gute Nacht.